Oh, hallo. Halli, hallo, hallöle. Guten Abend. So. Die Frage, hört ihr mich? Ja. Ich Hallo. höre euch nicht. Was kann das liegen? Jetzt höre ich euch. War irgendwie ganz leise. Hört ihr Hallo. mich? Ich höre alles ganz normal. Ja, ich höre dich, Veronika. Hört ihr mich? Ja. Ja. Okay. Ja. Wieso höre ich euch nicht? Ich hatte ganz leise gestellt, aus Versehen, hier am Rechner. Ich habe. Mal gucken, wie laut stehe ich denn? Eine ganz normal. Also dich höre ich auch ganz normal, Marianne. Ihr seht Dann sind wir uns mich. einig. An Ja. was kann das liegen? Ups. Oh Gott. Bin ja verkehrt Oh, rum. Andrea Jetzt Schön, eine steht vor. Fledermaus. So, jetzt höre ich euch. Und ihr hört mich auch. Ja. Ja, laut und deutlich. Okay. Halli, hallo, hallöle. So wollte ich euch Hallo. heute ganz fröhlich begrüßen und ihr habt es nicht gehört. Nee. Aber jetzt haben wir uns ja. Und ihr seid schon fleißig am Werkeln. Ja, ich weiß noch nicht so Moment nicht. genau, wo ich anfangen soll. Okay. Marianne, hast du alles von den Nadeln? Bist du mit allem fertig? Nein, der Schal muss noch, er ist noch nicht fertig. Dreieinhalb muss da noch. Nee, zweieinhalb. Okay. Aber da ist ordentlich was dazugekommen. Ja, also die Farbstreifen sind alle beendet. Jetzt geht es Mit nur da. darum, dass das andere Ende genauso lang ist wie das vordere Ende, damit eine Symmetrie da ist. Super. Aber ich bin nicht viel Dürfen zum Stricken wir uns gekommen. da dann ein Foto von dir klauen, damit wir die Anleitung können in unseren Newsletter stellen? Ja, na klar. Wenn er fertig ist oder jetzt noch eins in Arbeit. Wenn er fertig ist, einfach wenn er fertig ist. Okay. Die, das Okay. Muster haben wir ja aus der Maschenwelt, ne? Aber Ja. ich finde die Aufteilung mit den roten Blöcken dazwischen, finde ich so toll. Gut, mache ich ein Foto, wenn er fertig ist. Hallo, hallo. Da freuen wir Soll uns. ich ihn dir schicken oder soll ich ihn einfach nur in die Gruppe stellen? Kannst mir schicken und dann bereite ich so auf, dass die Marion das im nächsten Newsletter reinbasteln kann. Und dann haben wir alle auf jeden Fall was davon. Okay, mache ich. Das ist cool. Freuen wir uns. Die Dominik ist noch nicht da. Die hat am Wochenende, es war ja Hausmesse in Albruck bei Langendorf im Keller. Und da hat sie den angefangenen Paisley-Schal gezeigt mit der Yersox. Der kam mega gut an. Das glaube ich. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Und obwohl es noch gar nicht so viel war, waren sie da schon begeistert. Das sind ja dann viel, die meisten sind ja Einzelhändler, die dort sind. Und eben schon seit Jahr und Tag mit Stricken und Häkeln beschäftigt. Und dann ist immer wieder schön, wenn man sieht, dass man sie noch begeistern kann, ne? Mit etwas. Ja. Ich hatte ja auch also mal kurz zur Erklärung, was hinter Langendorf und Keller, das ist mein Großhändler, der Wuli Hacks vertreibt und auch die Marke Prolana und Hednert. Ah, da ist sie ja, die Dominik. Hallo. Hallo zusammen. Hallo. Hallo.
Hallo. Dominik, ich habe dich gerade schon erwähnt, oder nee, dich eigentlich nicht, ein von dass der auf der Messe gut angekommen ist. Ja. Die ersten 15 Zentimeter haben da schon richtig Furore gemacht, ne? Er ist ein bisschen gewachsen in der Zwischenzeit. Den da meinst du? Ja, den da. Ja, genau den. Er ist schon ein bisschen gewachsen. Ja. Ich habe nämlich den roten noch gemacht, also bin gemacht, ich bin noch dran. Ach ja. Und hast du gesehen, auf Facebook hat jemand den fertig gemacht, gell? Der sieht irrsinnig aus. Ja. Und macht den jetzt noch in Blau für ihren Mann, Ja. was ich total cool finde. Ich glaube, grau, Und oder? Hat sie nicht gesagt, grau? kann auch sein, dass ich mich verlesen habe. Es war heute ein bisschen turbulent. Ich habe nur gedacht, ich schreibe sie dann auch an, ob man ein Foto bekomme, weil das einfach, das sieht doch bestimmt mega stark aus, diesen Schal dann in Rot und in Blau oder Grau nebeneinander gelegt, wie das wirkt mit diesem Karo-Muster. Im Ganzen dann, ne? Also, kurz zur Erklärung von Langedorf und Keller, weil das oft kriege ich mit, dass das ein bisschen kompliziert ist. Was ist da eigentlich mit L und K gemeint, also dieses Langendorf und Keller? Und was hat das Ganze mit Wuli Hacks zu tun? Langedorf und Keller ist schon seit vielen, vielen Jahren ein Großhändler, der die Einzelhändler versorgt mit all den verschiedensten Marken, die es gibt. Er vertreibt sowohl die Adi-Nadeln als Nitpro und Prüm und Pony. Also das Sortiment ist riesig. Er vertreibt auch die Garne von Schachermeier und Sch bin ich gerade am Überlegen, ob ich, nee, Schoppelwolle ist es nicht, aber eben verschiedene Garne eben auch und hat irgendwann eine eigene Marke, eine Hausmarke quasi gemacht, so wie man es eben von den anderen, wie man es im Prinzip von Edeka dann auch kennt, ne? Dass eben man eine eigene Hausmarke macht, das ist die Qualität Prolana. Und dann kam die Hettnadwolle, die sagt euch bestimmt auch noch alles was, diese Riesengeschichte mit den fünf Jungs. Und irgendwann war dann die Zusammenarbeit mit uns so gewachsen, dass ich hatte damals die Facebook-Gruppe Woli Hacks gegründet und so ein, zwei Jahre später haben wir dann eben die Marke Wuli Hacks auf den Weg gebracht. So sind eben die Langendorf und Keller ist quasi der Großhändler, Prolana ist die Marke von Langendorf und Keller direkt, aber Wuli Hacks ist eben auch da draus entstanden. Und da war jetzt Hausmesse am Sonntag. letzten Sonntag. Ich habe gedacht, wenn wir tatsächlich mal einen Zoom-Meeting-Betriebsausflug machen und wir uns im Süden von Deutschland ansiedeln, dass wir dann da mal ja, so eine Art Werksbesichtigung machen, weil diese Lager da mal zu sehen und durch die Gänge zu laufen, in denen, ja, ellenlang die Garne da sind oder eben auch die Nadeln und so, dass man das sich mal ansehen kann, das kriegt man bestimmt organisiert. Das wäre dann so ein kleines Highlight für so ein Gruppetreffen. Ja, auf jeden Fall, so bin ich jetzt auf die Hausmesse gekommen und Dominik, ich hatte erzählt, dass ich immer wieder froh bin, wenn man Einzelhändler, die schon seit Jahren mit Stricken und Häkeln zu tun haben, mit so einem Paisley-Schal einfach so ein A und ein O da hervorlockt und sie wirklich einfach richtig begeistert sind. Das ist ja nicht einfach, jemand, der einfach tagtäglich allerhand sieht. Und so bin ich ja auch mit meiner Kurbelmaschine da von Adi. Hier habe ich sie im Hintergrund, dort steht die große.
Die wollte ich ja mal vorstellen, weil ich ja beim Bloggertreffen bei Adi die selbst quasi nicht kennengelernt habe, aber wie man eben damit arbeitet. Und da war ich auch so ein bisschen gespannt, wie wird denn das Ganze angenommen? Wird so ein bisschen die Nase gerümpft, weil man ja nur kurbelt und nicht strickt. Und es war einfach, Dominik, du warst ja dabei, es war einfach schön zu sehen, wie, ja, dass sie auch begeistert waren über die Lösung, wie man hier eben auch schnell zu einer Mütze kommen kann oder zu einem Schal oder was auch immer. Ich hatte hier ganz, ganz wichtig war eben auch, und schon alles liegt am Boden, ich hatte diese Decke mit dabei, damit viele kannten die Maschine, aber konnten das offene Stricken, Flachstricken, Stricken in hin und her gehenden Reihen, wie immer man es bezeichnen will, eben nicht. Und deshalb war es ganz gut, dass ich diese Decke mit dabei hatte, dass man eben auch zeigen kann, dass diese Patchwork-Arbeiten da richtig gut mit machbar sind. Und da kam natürlich auch ganz schnell die Idee, dass man sich so seinen Seelenwärmer kreieren kann. Abseits der Sofadecke kann man eben hier auch Patchwork-Arbeiten mitgestalten. Natürlich haben wir auch den Schals gekurbelt und Mützen ohne Ende. Ich weiß nicht, hatte ich euch letztes Mal, hatte ich euch die Armstulpe schon gezeigt? Aus der Charity mit den zwei verschiedenen Abschlüssen. Einmal Nee, ganz nicht, dass ich einfach die wüsste. Abschlussmaschen durchgezogen und hier dann eben als Abschluss noch eine Häkelborder oben drauf gesetzt für alle, die eben häkeln können und Lust daran haben, das Ganze noch ein bisschen auszuschmücken. Ich habe sie live gesehen. Du hast sie live gesehen, genau. Da arbeiten wir ja dran, ne? Was ich jetzt auch noch ausprobiert habe, ist eine Wärmflasche. Hallo. Ah, bist du noch unterwegs, lieber Gott? Okay, passt. Ich komme runter, ja? Okay. Baba. Eine Wärmflaschenhülle habe ich hier gemacht. Und wenn man jetzt sieht, ich habe da oben einen Rechts-Links-Abschluss. Das schafft man mit dieser Kurbelmaschine eben nicht. Entweder man nimmt hier die Maschen auf Nadelspiel. Ich denke aber nicht an die Stricker, wenn ich hier mit der Maschine kurble. Ich möchte den Menschen, die eben nicht stricken können, zeigen, wie sie zu dem Ergebnis kommen. Und deshalb habe ich hier jede zweite Masche die oberen 10 Reihen runterfallen lassen und habe die einfach mit einer Häkelnadel hochgehäkelt. Ihr wisst ja, rechte Maschen kann man richtig gut hochhäkeln, ne? Einfach so drauf los. Ich werde auch ein Video dazu machen und so ist es recht schnell gemacht. Und so kommt eben auch der Nichtstricker zu einem Rippenabschluss. Das war dann die Geschichte. Ja, und da hatte ich euch letztes Mal davon erzählt, dass man eben, hier habe ich die ganze Zeit 2 Farben von der Year Socks verkurbelt und habe mal den schwarzen Faden oben gehalten und den roten unten. Und dann entsteht dieser Streifeneffekt. Ich habe es jetzt heute hier an der Mütze nochmal richtig ausgespielt quasi. Die Mütze ist mit doppelter Charity-Wolle gestrickt. Hier mit 2 Farben Terra, dann mit einer Farbe Terra und Vanille und dann wieder 2 Farben Vanille. Und auf der anderen Seite habe ich dann den Terra-Faden hier oben geführt durch die Maschine. Also das muss man im Prinzip nur beim Farbwechsel drauf achten, liegt der Terra-Faden oben oder liegt er unten? Und so erzielt man diesen Unterschied, ne?
Also finde ich auch ganz erstaunlich, dass das eine Rolle spielt, wenn man einfach darauf achtet. Und so könnte man quasi einen Streifenschal erzeugen, ohne dass man die Farben wechselt, sondern einfach nur den Faden der einen Farbe mal oben und mal unten führt. Ja. Ich werde gerade von der linken Seite angehimmelt. Von meiner Katze mit Hypnoseblick. Ich will Hypnoseblick. gestreichelt werden. Dann hol sie halt Wir hoch. haben einen Hypnoseblick. Die darf gerne mit ins Bild, wenn sie nicht auf ihre Bildrechte pocht. Nee, Ich nee. habe ganz viele Katzenhaare mit verstrickt hier jetzt schon, weil meine immer hier auf Ja, meinem schon. immer auf meinem Schal hier drauf liegen. Oh. Ja, wenn's für dich selber ist und sich niemand dran stört, ist das ja gar Nein, ist kein nur für Problem. mich. Genau. Wir Also, selbst müssen immer Tierhaare sind drauf. bei meinen meisten Pullovern mit drin. Oh, da ist sie ja. Ja, Wir jetzt habe ich selbst die müssen Nähmaschine auf dem natürlich, Schoß. wenn wir Modelle fürs Heft machen, müssen wir unseren Teststricker natürlich strengstens sagen, dass keine Tierhaare mit verstrickt werden dürfen, weil auch genauso dürfen die Modelle nicht nach Rauch riechen, weil eben die Models durchaus das Recht haben zu sagen, das ziehe ich so nicht an, ne? Und deshalb ist das so das oberste Gebot, dass man eben dann den Teststrickern sagt, das sollte, ja, das geht halt einfach nicht, ne? Ja. Ja. Und es macht ja dann auch Sinn. Also ich bin auch mal unter die Korbler gegangen. Oh. Der erste Versuch war schon mal nichts. Der zweite Versuch war dann das da. Oh, okay. Ja. Das soll eigentlich eine Kindermütze sein. Mal gucken, ob sie passt. Und dann von der Seite ist sie halt nur so. Und man schlägt sie ja dann noch um. Und dann hat man es so. Süß. Gelb wurde ja gewünscht. Also gelb ist da und die ist auch doppelt, also doppelt verkurbelt. Ja. Also Ich du hast die Wolle doppelt genommen oder nachher die Mütze ineinander danke. Nein, die reingezogen? Wolle doppelt. Okay. Und ineinander gezogen. Genau. Auch Und die noch, ist ja. also recht kompakt, also schon zum Dehnen, aber sie ist richtig für den Winter jetzt. Also wenn es kalt ist, ist das schon ganz gut. Du hattest ja da auch eine bei Langendorf im Keller, wo du nur Ja. mit einem Faden. Ja. Genau, die ist etwas dünner Mit und die diesem hat grauseligen Kinderkopf, mit jetzt. dem man einen Horrorfilm drehen könnte. Also Andrea, da können die Künstlerpuppen nicht mithalten, Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. ne? Also ich hatte aber jetzt das Problem, das muss ich mir nochmal nachlesen. Oben zum Zusammenmachen, also hier oben ist einfach, weil du ja dann abkettest und kannst den Faden ja so durchziehen. Aber da, wo man die Maschen anschlägt, da habe ich immer ein Gewuschel. Aber im Prinzip müsstest du nur den Anfangsfaden nehmen und ziehen. Ja, oben geht das, aber unten nicht. Da muss ich doch Gerade unten. unten. Oben hast du ja den Endfaden, den du durchziehst. Ja, Und der ist ja leicht. unten der Anfangsfaden Das geht eigentlich nur nicht hin. ziehen. Doch, der Geht ist bei ganz dir. genauso. Ja, wird, ja. Der Geht. Anfangfaden ist genau wie der Endfaden, den du per Hand durchziehst. Ja, ich weiß Da nicht, ob musst du das nur vielleicht ziehen. an der Charity lag, weil ich sie doppelt genommen habe, dass ich das da haben sich die Fäden dann also am Anfang so verheddert. Und dann konnte ich den Faden nicht durchziehen. Okay, Und dann lag es daran, denke ich mal. Aber vielleicht, ja. normalerweise geht das. Ja, Aber eben, ich, habe ich mir auch gedacht, aber. ja, und ich habe ja die auch mit der Charity gearbeitet. Ja. Ja. Vielleicht mache ich auch am Anschlag was falsch, aber da kann man ja nichts falsch machen. Muss ich noch probieren. Ja, es sei denn, du gehst eine Masche zu weit, Und dass ich dann, ah, das kann dass natürlich es sein. sich dann verhakt, ne?
dass ich die dann schon wieder auf das, dann koppelt die ja ein. Ja. Das wäre so das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Achtest da mal drauf, ob es an dem liegt. Ja, wahrscheinlich schon. An Ja, der Wolle könnte ja kann es sein. eigentlich nicht liegen. Ja. Ja, also Ja. hier habe ich eben dann noch eine gemacht mit diesen Bindebändchen. Da gibt es ja auch das, so ein Kordelei von Adi Mit zum Drehen. dem Mini-Ei. Und da haben wir dann im Prinzip das Rundum-Sorglos-Paket. Und wenn man hier die Mütze wendet, haben wir auch tatsächlich dann die Kordeln auf die andere Seite gezogen. Geht also auch, dass man die durch die Maschen zieht, ne? Hat man sie dann auf der anderen Seite und hat eine orangefarbene Mütze. Die auch wirklich gut hält, ne? Also grundsätzlich zur Koppelmaschine, ich sag's so, die große Maschenzahl, die große Runde geht für Kinder ab 2 Jahre. Was drunter ist, Babymützen, ich habe es jetzt noch nicht mit ganz dünner Wolle probiert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es haltet. Ich lasse mich aber gern vom Gegenteil überzeugen. Ich sage so, ab 2 Jahre kann man Kindermütze mitmachen. Also ich werde es jetzt an meiner Kleinen probieren, die ist jetzt anderthalb. Ja. Muss ich mal gucken. Also man kann ja das Bündchen auch noch weiter hoch machen, wenn es jetzt zu lang sein sollte. Aber ob sie eben auf dem Kopf hält. Aber ich Genau. glaube schon. Gut. Dann kannst du ja, es wird ja jetzt kalt und dann wird sie sich die Mütze auch vielleicht aufziehen lassen. Dann kannst du ja mal berichten beim nächsten Mal, wie bin ich auch gespannt. Vielleicht Ja. mache ich auch ein Foto von ihr mit der Mütze. Wenn es die Eltern zulassen, ne, weißt ja, da Ja, müssen wir Papier immer dann Gesicht. oder so. Genau. Müssen wir ja immer drauf achten, ne? Ich bin da immer so in dem Zwiespalt, dass ich eben privat die Bilder, dass ich es nicht möchte, wenn in der Wulli-Hax-Gruppe Kinderbilder so gepostet werden. Und andererseits mache ich aber Babybücher, ne? Und da müssen ja die Kinder mit rein. Aber das ist eine ganz andere Schiene, das ist was ganz Offizielles, da haben die Eltern unterschrieben und dann, ja. Dann ist es eben so, aber für mich ist es oftmals so, wie wenn ich auf zwei Hochzeiten tanzen würde. Passt nicht immer zusammen, aber ist halt so. Man kann halt auch kein Babybuch mit Stricksachen machen und dann da gar kein Baby drin abbilden. Das wird irgendwie, man sieht halt einfach, wie es passt und wie es sitzt, wenn das Baby drin steckt, ne? Ja. Katharina, du hast einen anderen Schal um. Er ist fertig. Ja, hallo, guten Abend. Ja, Hallo. endlich, genau. Ja, wo der Faden über Nacht immer nachgewachsen ist, wenn man gestrickt hat. Jetzt ist es geschafft. Das ist der mit den Lila und Pinktönen, wo auch das unbeliebte Rot mit drin ist. Aber ich habe mich inzwischen gewöhnt. Sieht Also, doch gut aus. Passt ja. zu dir. Das steht dir, das Rot. Danke. Ja, ich brauche Farbe, glaube ich. Ja. Och, Manchmal genau. muss man halt zum Glück gezwungen werden, ne? So ist es wohl. Genau, jetzt mache ich den nächsten wieder schöne Farben, aber ein bisschen, ja, ohne Rot, ein bisschen dezenter, bisschen grauer auch. Gefällt mir nicht so gut. Bisschen fröhlicher finde ich eigentlich schöner. Der fing nämlich mit Grau an, überraschenderweise. Also ich habe innen angefangen. Das ist ja nichts, was man denn sieht, wenn man es kauft. Aber es sieht Da jetzt war der. hier in der Kamera nicht unfröhlich aus. Es sieht eigentlich nach einem peppige Pink aus. Mit, klar, mit Grau dabei, aber Ja, ja. genau. Aber das ist, glaube ich, jetzt hier oben auch schon das hellste Pink, was drin ist. Und bei dem ist es noch mal heller geworden. Gut, und das Rot mit drin. Ja, das da drin, Genau. das Rot, siehst du? Ja, genau. Und der hier ist natürlich zu Jeans oder so, ne? Mit dem Blau oder auch zu Schwarz mit dem Grau, auch schick. Mal gucken, aber ach, die fusseln unglaublich.
Wirst du satt davon? Ja, mehr als. Aber irgendwann muss ja mal alles weg sein, habe ich schon gedacht. Na. Mit den Fusseln? Ja. Ich glaube, da gibt es aber auch irgendwie einen Trick. Ist es nicht irgendwie, dass man die eingefriert und dann, dass die dann nachher nicht mehr so fusseln? Ja, ich wollte es mal ausprobieren. Stimmt das? Hat jemand schon da Ja, Erfahrung nee, gesammelt? ausprobiert habe ich es noch nicht, aber schon öfters gehört. Ja, gut, dann werde ich es jetzt mal machen und nächste Woche berichten, ob es noch Also hält. mit Angora habe ich das schon gehört, aber ich Ja, weiß alles nicht, was hast du für klar. eine Qualität? Ist Mohair? Ist vorher gehen. Ja, ziemlich Ja. lange Fäden. Und auf keinen Fall mit in die Küche nehmen, das Ding. Ja. Kannst der Katze Konkurrenz machen. Ja. Du musst nur die Fusseln, die Fäden wieder einsammeln und dann wieder verspinnen als Wolle. Dann hätte ich noch mal was davon. Ja, das würde, glaube ich, glatt gehen. Also ich bin jeden Tag habe ich hier so eine Fusselbürste und mache meine dunkelblaue Jeans wieder frei vom Pink im Moment. Und wenn man dann das noch strickt auf dem Schoß, hat man gleich doppelt so viel. Ja. Also Da das Zoom-Meeting ja das aufgezeichnet wird und wir hoffen, dass du noch viele Jahre hier mit dabei bist und wir das Meeting auch aufrechterhalten, dann werden wir so sehen, wie der Schal so nach und nach zum Sommerschal Irgendwann ist er nur noch Lochmuster, Genau. ne? Wir Ja. bleiben dran, Katharina. Wir behalten ihn im Blick. Ja, sehr gut. Ich auch. Aber vielleicht schaffe ich im Laufe der Jahre ja noch einen zweiten. Schauen wir mal. Ja. Heide, hast du gesehen, dass ich ein Video noch schnell eingestellt habe, Ja, wie ich ich habe gesehen. deine Socken gedämpft Du habe? hast meine Socke platt gemacht, ja. Ja, ich habe es gesehen. Schön Hat es gemacht. aber ganz vorsichtig gemacht. Ja, ich weiß. Genau. Also ich wollte eben dieses Rantasten zeigen, ne? Dieses ich finde jetzt im Video sieht man es gar nicht so deutlich, dass ich beim ersten Versuch eigentlich die Wolle fast nicht berühre, also dass ich mehr so nur das Handtuch anheize quasi und durchs Drüberstreichen dann die Hitze auf die Wolle übertrage. Also mit einer Empfindung bei der Schieb, ich habe eben die Decke auch gedämpft und da habe ich so gemacht. Also da reicht es wirklich, wenn man einfach nur quasi ein bisschen Hitze auf die Wolle bringt durchs feuchte Handtuch und dann reicht es schon. Also bei der Schieb würde ich jetzt Bügeleisen nicht direkt draufhalten. Aber ist ja eine Sockenwolle und es hat ja nicht geschadet. Nee, sieht gut aus. Ja. Sieht klasse aus. Ja. Vor allem mal ein gutes Beispiel gesehen, weil du ja die eine Seite gedämpft hattest und dann hast umgedreht, dann hat man das voll gesehen, wie die eine Seite richtig gut rauskommt, gell? Ja. Ja, ist Ja. tatsächlich so rübergekommen. Man weiß nie so genau, weil ich es ja kenne. Kommt jetzt wirklich das alles so rüber, wie man es zeigen möchte, ne? Aber dann ist ja gut. Ja. So war der Sinn davon. Es gibt Genau. auch so Dämpfer, also wo nur Dampf auskommt. Sind die dafür auch gut und geeignet? Also vielleicht sogar einfacher zu handhaben als ein Bügeleisen? Definitiv. Definitiv, weil du kannst ja komplett vermeiden, dass du quasi mit dem zu heißen Bügeleisen an deine Wolle kommst, ne? Also ich weiß, eine Kollegin von mir, die hat sich so ein ganz heißes Hightech-Teil geholt. Das hat man zum Beispiel auch, haben sie das im Fernsehen hinter den Kulissen, dass wenn der Moderator dann eine Sitzfalte in seinem Anzug hat, dass der quasi stehend gebügelt wird, ne? Dann statt dass man ihn faltet, kann man ihn mal bügeln. Und einfach nur, sieht man ja ab und zu diese Geräte, wo man gerade so quasi am Mensch entlang fährt
Und schon ist er wieder glatt. Aber heiß wird es Mit, auch. wenn das mal Klar, mit das einem. dann auch im Gesicht die Ja, Verschwendungskriege. Auch da dürft ihr dran arbeiten und mir Bescheid geben, wenn ihr so weit seid mit der Entwicklung. Ich wüsste schon einen Abnehmer. Ich verrate keinen Namen. Ja, ich frage auch für einen Freund. Genau. Ach, Aber übrigens. diese Teile sind bestimmt also noch besser dafür, ja. Je empfindlicher die Wolle, je behutsamer eben dran gehen, ne? Und es ist eben auch ein bisschen eine Übungsgeschichte, dass man eben da vorsichtig rangeht. Also ich hätte jetzt die Skibinden in den Anfängen, würde ich es jetzt nicht empfehlen, dass man sie so gleich dämpft, aber so ein bisschen anhauche und schon lag das alles, diese Verbindung. Huch, huch, weg ist sie. Akku leer. Eine zweite Kamera fehlt. Dann kann ich ja die Zeit mal nutzen, Marianne. Ja. Soll dir ganz liebe Grüße bestellen Von wem denn? von Elisa Rösler. Ach ja, danke, danke. Mit Weil der ich habe ich mehrere nämlich, Wesen da kenne. mit der habe ich nämlich das Video vom letzten Mal angeguckt und dann sagt, ach, das ist ja meine Ja. Aus ihrer Sicht gesehen die Stadtpflanze, obwohl ich ja auch im Dorf wohne. Aber ihr, Marianne. da muss ich noch mehr Dorf. Da habe ich nur so gesagt, wie klein die Welt doch ist, wa? Ja, furchtbar. Also Wahnsinn. Meinst du, die Veronika hat gemerkt, dass sie nicht mehr da ist oder sie quasselt immer noch jetzt? Also ich denke schon, wenn die 3 Minuten in einem Rutsch quatschen kann, dann stimmt was nicht. Naja, Zu vorhin hattest du präsentieren. schon Schwierigkeiten mit dem Ton, jetzt mit dem Bild. Oh. Jetzt ist sie weg, oder? Ja. Jetzt ist sie weg. Ja. Ja. Aber die kommt gleich wieder. Oh, schade. Durch die Hintertür dann rein. Ich frage mich gerade, ist Die muss jetzt aber nur erst ihre aufgeschlossen Kamera weg werden. oder ihr ganzer Rechner? Ja, eben drum weiß ich jetzt gar Jetzt nicht ist mehr. sie ganz weg. Jetzt, ja, ich glaube auch. Also das Bild ist noch da von ihr, weiter unten. Ach Ach, so. ach, dann ist der Also. Rechner noch da. Dann kann sie nachher gucken, was wir alles gelästert haben. Also. Also, wer fängt Dafür bin ich noch nicht lange genug dabei. Ich kann noch nicht so viel lästern. Na, Marianne, hast du dein Double Face fertig? Nein, Nein? aber bald fehlen nur noch 2,5 Mustersätze. Ach. Ich breche mir immer noch einen Finger ab, aber es wird. Ich habe Also. mir Ja, heute auch was die sind das? Finger abgebrochen. Halt doch noch mal deinen Pasty-Schal hoch. Der sah eben eigentlich top aus. Also Ja, halt mal ein vom bisschen, Bild her. länger in die Kamera. Ja, zeig mal. Der wird nicht länger. Das ist so, das ist, der wird nicht länger. Das ist Das wie bei, Ach, das das ist sieht wie so bei geil aus. Katharina. Das ist Wolle, die über Nacht wächst. Also ich weiß auch nicht. Ah, da habe ich noch so was darum liegen, Mensch. Aber der wird ewig dauern. Oh Gott. Aber es ist richtig schick. Ja. Der wird Machst du da auch richtig ein toll. Video zu für YouTube? Das kommt dann noch. Ich stricke den ja jetzt für Veronika als Ja. Test und dann sie schreibt dann eine Anleitung dazu. Achso, sie macht dann auch das Video, nicht du? Und ja, vielleicht wird sie vielleicht ein Video dazu machen. Also eine Anleitung gibt es auf jeden Fall. Ah, das warte ich noch ab. Also auch gefallen tut er mir sehr gut.
Der Ja, das kann man auch gut für einen Pullover nehmen, ne? Das ist nicht nur was für einen Schal. Ja, genau. Mal gucken, so in Über 100. die Farbe auch. Das kann man auch gut für einen Pullover nehmen. Mal Aber schauen. ein In Pulli, das 100, ja, in 100 Jahren, wenn ich das dann auch mal kann, ob es dann noch aktuell ist. Wie viele Teile hast denn du jetzt angefangen, Andrea? Ich bin noch beim, ich bin gerade beim Abketten. Okay, also du hast immer noch zwei Teile im Ja, Angebot. das andere ist aufgetrennt, weil war ja Oh. Sternchenmuster doof und so. Aha. Und jetzt hier, das kette ich gerade ab. Okay. Und dann Gut. ist auch fertig. Ja, denn? Aber ich habe schon zwei neue Muster gekauft, also. Ah, sehr gut. Das wird. Nächste Projekt läuft. Ja, mehrere Projekte. Ich Schatz, komm mal jetzt nicht Ja. hier, sonst bist du mit in der Kamera. Ich bin wieder da. Ach, wir Ja. wieder. Bravo. Nee, wir Wir sehen haben dich uns aber nicht. auch ganz gut unterhalten. Wir Ich haben habe es uns. gehört, ich habe euch ganz lange gehört, länger als euch lieb ist, vermutlich. Oh, oh je. Wir haben nur gedacht, ob du jetzt immer noch quatschest, obwohl du gar nicht mehr zu sehen und zu hören bist. Ob Ja, das. und dann hast du und dann hast du die Wiese freigegeben fürs Lästern. Genau. Erster möchte. Genau. Einer geklaut. Ich habe also festgestellt, ich kann auch mal ausfallen. Ihr schafft es gut. Nein, mein Programm war abgestürzt. Ne, das haben wir schon gedacht. Ja. Ich wollte euch aber nicht unterbrechen. Macht ruhig weiter, außer ihr wart am Lästern. Nein, wir haben nicht gelästert. Nein, wir haben nicht gelästert. Nein, das würden wir nie tun. Wo wart ihr stehen geblieben? Wie viele Projekte ich in Arbeit habe. Gut, dann. Ich wollte nur erwähnen, dass der Pascal jetzt unter die Wollefärbung gegangen ist. Habt ihr das gesehen auf Facebook? Ja, Ja, gesehen. na Das ja, logisch. er färbt jetzt auch noch Wolle. Na, Also, warum nicht? ja, weil er alles macht. Decken macht er, große Allrounder. Decken, Double Face macht er. Boah. Ich breche mir da noch einen Finger mit Double Face und der macht da schon so eine Riesendecke. Pascal, gibst du Nachhilfestunden? Ja, gerne. Ich wollte dich gerade mal fragen, Pascal, würdest du, wenn ich das richtig mitbekommen habe, hast du zum ersten Mal gefärbt, ne? Nein. Okay. Wie viel, bist du schon lang Färber? Seit 2 Jahren. Okay. Magst du uns da was zu berichten, was es da zu beachten gibt? Wir haben bestimmt auch, färbt sonst auch jemand hier? Ja, ich färbe noch. Ja? Ja, das Ich stimmt. habe mich noch nicht ran getraut. Tipp. Ich habe noch so viel Wolle. Also Pascal, erzähl mal dein Geheimnis, damit ich vielleicht auch mal unter die Färber gehen kann. Macht mich aber hier nicht ganz, ganz ohne Brot, ne? Ein paar Knäuel müssen noch von Wuli Hacks bereits gefärbt verkauft werden. Nein, ich finde es trotzdem ein spannendes Thema. Wie färbst du in der Badewanne oder wo färbst du? Das war ja eine Riesenmenge. Ja, nee, ich habe einen großen Topf und ich färbe mit Säurefarben. Da gibt es Und also verschiedene Farben. ja, genau. Wo kauft man die Farben zum Beispiel? In Zum der Beispiel. Apotheke? In der Drogerie? Nee, ich habe die bei Supergarne bestellt. Ah, okay. Okay. Und da gibt es aber auch Naturfarben, oder? Ja. Marion, mit was färbst du? Also den letzten habe ich auch mit Säurefarben, die gleichen, die Pascal hat, nehme ich mal an. Die habe ich nämlich auch da gekauft, gefärbt. Ich habe aber auch schon mit Solar gefärbt und mit Zwiebelschalen und allem, was man so hat im Garten. Und ich habe auch schon mit Ostereierfarbe gefärbt. Geht alles. Und hält. Das hält.
Also die Naturfarben, die sind nicht so kräftig. Es sei denn, man nimmt Kurkuma. Das ist so klasse von der Farbe her. Jetzt ist sie wieder weg, aber ich denke, die hört uns noch. Ah, da bist du ja wieder. Die Ich habe wird gehustet und etwas habe das blasser. Mikrofon möchte abstellen und habe Videokamera abgemacht. Ach so. Anfängerfehler. Also Säurefarbe habe ich hier. Den ganzen Strang. Okay. Aber muss man da eine spezielle Wolle kaufen oder kann ich eine weiße normale Wolle nehmen und die dann färben oder? Naturbelassene. Ah, Also wenn okay. die jetzt imprägniert ist, weiß ich das nicht, ob man die rausbekommt. Da gibt es Das separat zum weiß ich. Kaufen. Und dann Ja. schmeißt das alles in den Kochtopf rein und dann. Ja, lacht schon. Das ist doch so. Wenn du einen Topf hast, dann schmeißt du es doch da rein, oder? nee, jein. So, wenn man eine Farbe haben will, gleichmäßig, dann in einen Kochtopf. Wenn du jetzt einen Verlauf haben möchtest, dann funktioniert das nicht so mit dem Kochtopf. Dann legst du die praktisch vor dich hin und machst da so praktisch überall deine Farben rein, den Bereich. Das kann ich nur mal hier mal zeigen. Warte mal. So, das ist der Strang. Ihr seht, Kochtopf würde nicht funktionieren. Den habe ich so vor mir liegen und dann die Farben eben immer abschnittsweise drauf getan. Dann kommen die zusammen, werden dann zusammengerollt in eine Plastikfolie, also eine Frischhaltefolie, und dann packe ich die in eine Mikrowelle. Ja, doch, geht mal kurzfristig. In die Mikrowelle. Ja, geht auch im Backofen, wenn man große Mengen hat, aber ich mache ja immer nur 3, 4 Stränge. Oder wenn meine Mutter zu Besuch ist, die will dann auch immer ihr Paketchen wollen, dann mit nach Hause nehmen, dann machen wir das zusammen. Okay. Da ist immer ganz wild hinterher. Und wie viel Grad, wie viel Minuten, also Umluft oder Pascal, Backofen. Machst du einen überbacken? Backofen? Ja. Dann erzähl du was drüber. Habe ich noch nicht gemacht. Ja, im Prinzip bei ja, 50, 80 Grad für eine halbe Stunde bei Umluft. Ach, tatsächlich. Okay. Also ich staune nicht schlecht. Ja, komm doch rein, ich habe gerade Wolle im Backofen. Und die zweite Ladung im Kochtopf sieht aus wie Spaghetti. Aber es ist echt mal interessant, könnte man echt mal ausprobieren, ne? Also. Ja. Einfach nur, dass man es mal erlebt hat. Das ist Ja. bestimmt auch interessant. Also nächste Woche haben wir alle gefärbte Wolle, eigene gefärbte Wolle. Ich bin raus. Auch. Verstrickt sieht sie so aus. Ja, Sieht auch toll cool. aus. Auch nicht schlecht. Ja. Das ist jetzt Ja. genauso gefärbt wie den Strang, den ich gezeigt habe, nur das ist dünnere Wolle und die ist achtfach und die normale Sockenwolle. Aber im Prinzip genauso. Und das Knäulchen ist, sieht so Ja, aus. super. So. Moment. Aha. Ah, gewickelt dann. Ja. Richtig schön. Ich hab Double Face in Runden ein Video für euch angefangen. So Ah, weit. ja. So weit bin ich schon gekommen. Es war ein bisschen viel los diese Woche durch den Besuch der Hausmesse. Ich hatte es euch ja eigentlich auf diese Woche versprochen. Aber wie gesagt, das Schlimmste ist gemacht, wenn ihr mal so weit sind, das sage ich auch im Video. Die zweite Runde ist die schlimmste. Und wenn ihr das überstanden habt, dann habt das. Ich kann euch mal die Zunahmen auf Kamera 2 zeigen. Veronika, danach wollte ich dich sowieso schon fragen. Ich habe mir heute die Finger gebrochen.
Das hat noch nicht so funktioniert. Was hat dieses hier? Was hast du gemacht? Ein Anschlag mit Double Fist, so wie du angefangen hast. Ja. Aber das ist falsch. Das geht nicht. Okay. Ich habe es mit normalen Nadeln probiert, aber die fielen mir dann immer freiwillig raus. Die sind flüchten gegangen. Okay. Also ganz wichtig, ich fange auch bei, ich habe hier überall die Köpfe liegen vom... Halloween ist da noch gar nicht. Genau. Aber jetzt haben wir Kamera 2. Und so sieht das jetzt aus. Ich habe jetzt die Zunahmerunde, die zweite Zunahmerunde beendet. Und muss jetzt eine Runde ohne Zunahmen stricken. Das mache ich dann jetzt gerade mal noch. Also ich habe ja jetzt hier die Maschen auf 4 Nadeln verteilt. Was ich grundsätzlich mache, Mari, und wenn du sagst, dir fallen schon die Maschen von den Nadeln, die ersten 3, 4 Runden stricke ich nur mit 3 Nadeln. Also ich mache den Anschlag, 3 Maschen auf die erste Nadel, 3 auf die zweite und 2 auf die dritte. So habe ich schon mal nur 3 Nadeln, die belegt sind. Das macht schon mal viel aus. Also die mit 3 Maschen drauf, die werden die Maschen nicht verlieren. Und auf die eine muss man eben ein bisschen aufpassen, wo nur 2 drauf liegen. Und dann habe ich gewechselt. Also jetzt sage ich hier mal noch nicht viel dazu, weil ich ja keine Maschen zunehme. Seht ihr das überhaupt gut? Du musst ein bisschen mehr in die Mitte gehen, also nach links. Ja. Nach links, Moment. Ja, so ist gut. Okay. Das könnte noch besser sein. Das heißt, es ist nicht scharf genug, oder? Nee, du bist immer noch zu weit rechts. So, jetzt. Und scharf jetzt. Ist es auch nicht. Ist es nicht? Entschuldigung, aber es ist so. Jetzt schärfer? Besser, ja. 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 Jetzt nicht. Nicht mehr. Noch eine Nadel, dann kann ich euch die Zunahmen zeigen. Dann also sagen sie haben es gesehen und sie haben es dann doch nicht gesehen, wenn es unscharf ist. Ist immer noch unscharf? Ne, jetzt warte mal, jetzt mach mal noch. Okay. Da hast du aber recht, Dominik. Gell? Ja, musst dir recht geben. Ich bin halt so. Ja, nee, das bringt ja da nichts. Du kennst mich ja schon. Genau. Also es ist, man nimmt zu, wie sonst bei den Socken auch, eine Runde ohne Zunahmen und eine Runde mit. So, jetzt. Nee, eine Runde. Ich habe erst 3 Nadeln, gell? Noch eine. Mit diesen Doppelmaschen täuscht man sich dann doch, wie viele Maschen man doch schon abstricken muss, auch wenn man erst in der 6. Runde ist. So, jetzt versuche ich das dann mal so hinzubekommen, dass ihr sagt, das ist in Ordnung. Ich mache es mal ganz langsam. Also, ich stricke die ersten. Ich muss jetzt bei dieser Runde aus jeder dritten Masche eine Masche zunehmen. Ich habe die erste Doppelmasche, die zweite und die dritte. Ich stricke die dritte Doppelmasche komplett ab, also auch die linke Masche. Und jetzt gehe ich her mit der linken Nadel,
greife ich hier bei den rechten Maschen runter. Seht ihr das? Mhm. Und ziehe diese Masche hoch. Und stricke ja. die rechts ab. Wer meine Linkszunahmen kennt vom Kunststricken, weiß, das ist jetzt ganz genau auch so gemacht. Jetzt kommt das etwas Schwierigere. Die linke Masche, die muss ich gehe da auch mit der Nadel zwischen die gestrickte Arbeit und fasse dann hier die Masche auf. Und stricke die jetzt auch links ab. Und jetzt habe ich, ihr seht, ich habe auf der Innenseite, sieht es genauso sauber aus wie vorne. Mhm. Und Marion, ich vermute mal, dass du die Maschen zugenommen hast, dass du nicht erst die Masche komplett abgestrickt hast, die rechte und die linke. Das doch, ist doch, ganz das wichtig. Aber ich habe nicht so tief eingestochen, sondern die gestrickte schon genommen. Und da war das zu locker und dann war nachher ja, das war ist, ganz doof. Das ist ja, ich sage ja immer, das ist so meine Technik, die ich vom Kunststricken her entwickelt habe. Diese Rechts- und Linkszunahmen, diese tiefgestochenen, kommen dem Ganzen jetzt richtig zugute. Also jetzt stricke ich dann wieder 3 Doppelmaschen. Also du strickst quasi die 2 Doppelmaschen komplett ab und gehst ja. dann in die rechte Masche und dann nachher in die linke Masche, ne? Genau. Ah, also ja. ich habe jetzt quasi die Nadeln komplett fertig, muss aber aus der letzten Masche hier noch die Zunahme arbeiten. Da gehe ich mit meiner abgestrickten Nadel hier rein, eine das tiefer liegende Maschenglied. Fasse das auf und stricke das rechts ab. Wie gesagt, auf der Vorderseite geht es noch recht einfach. Auf der Rückseite ist das hier, das tiefer liegende Maschenglied von Braun, ne? Und dann strickt ihr das links ab. So macht man diese Zunahmen beim Double Face. Also ich finde es eine geniale Geschichte, bin ich selbst stolz auf mich, muss ich sagen, dass das so gut rauskommt. Habe ich auch so noch nirgends gesehen. Und so kann man jetzt eben, also das Video, was ich jetzt einstelle, werde ich jetzt erstmal die eine Mütze quasi zeigen. Weil man soll ja Schritt für Schritt rangehen. Und wenn man jetzt erstmal die Mütze mit den Zunahmen, kriegt man das dann schon fertig hin. Und danach gehen wir dann weiter zur Sucke. Ne, das habe ich euch ja letztes Mal gezeigt mit dem Käppchen und allem, dass man dann eben irgendwann auch die Double Face Sucke schafft. Ich werde es immer mit der Merino Stretch zeigen, weil wenn ich euch das mit der Year Sock zeige, dann seht ihr gar nichts mehr in der Kamera. Ne? Das bringt da nichts mehr. Ja, die Technik geht genauso. Also man kann auch eben mit der Year Socks oder mit jeder Sockenwolle sonst eben auch dann Double Face stricken. Mit dem gleichen, immer mit 8 Maschen anfangen, geht es am einfachsten. Und wann soll ich das denn alles machen? Na, den Schal, den roten Schal, eine Mütze in Double Face. Ich will ja auch alles ausprobieren. Ja, jetzt musst Wolle du färben. Vergiss das Färben nicht. Ja, eben genau, Wolle färben. Boah. Hallo Angelika. Ich habe gerade erst gesehen. Hallo, ich habe mich so eingeschlichen. Das geht nicht. Und ja. So ist eben der Plan, dass wir vielleicht dann auch unsere Double-Face-Socke schaffen. Ja. Jetzt für eine Mütze finde ich es eigentlich auch ganz cool, dass man die mal innen und mal außen tragen kann. Ja. Und Pascal hat bestimmt schon angefangen. Nein, noch nicht. Ich hab die Woche 3 neue Projekte angefangen. Na. Okay. Also die was eine denn alles? Die eine Decke, die wächst ja auch, die große, runde. Ja.
gepostet. Die hast du angefangen, dann hast du das Double Face angefangen. Was da noch? Socke? Ja, nochmal neue Socken. Einmal diese von meinen handgefärbten Wolle. Mhm. Du fängst auch von der Spitze an? Ja, genau. Mhm. Ja, dann habe ich noch einen Elch angefangen zu häkeln. Für Weihnachten? Ja. Cool. Und dann musste ich noch einen Polunder anfangen. Mhm. Auch gehäkelt? Ja, aus der Maschenwelt 6. Okay. Ist der da in der Maschenwelt 6 aus der Paint Socks drin? Ja, genau. Ah, dann kenne ich den, ja. Mhm. Und wenn ich mal ganz frech fragen darf, in welchem Jahrhundert soll das alles fertig werden? Das kann ich ja auch nicht sagen. Aber Pascal, du merkst schon, die Dominik führt eine Strichliste, ne? Ja, das mache ich ja auch. Arbeiten der Dominik. Ja, klar. Und ich will alle Strickteile, die du anfertigst, auch von innen sehen. Ja, deine, aber dann bitte schön auch. Womit wir zur Heide kommen, die da was über die da was über dem Stuhl hängen hat, was wir noch nicht gesehen haben. Ach so, oder? Hier, ja. Das da? Ja. Mhm. Das ist, aber das kann man auch von hinten sehen, ja, das stimmt. Darf ich mal von hinten zeigen? Kann man sehen? Langsam. Oh, Entschuldigung. Das ist das von hinten. Kann man sehen? Aha. Mhm. Ja. Ja. Und das ist von vorne. Da finde ich es viel schöner. Ach, aber beide Seiten schön. Ja, aber das ist schöner, finde ich, mit dem, das macht so. So Striche drin. Das ist das Tunesisch. Tunesisch gehäkelt. Tunesisch, ne? Ja. Da war so ein Video, das habe ich da. Von einer Veronika. Ja. Das gibt's auch. Ja, Tunesisch ja, gehäkelt. Das war da drin. Manchmal kann man das nachmachen. Das ist schön. Ja. Sehr schön, ja. Gut. Es ist mit der Year Socks und der Merino, nee, wie heißt sie? Die Silk. Merino Silk Socks? Ja, genau. Das ist das dunkle Blau und das helle Blau, was von der Year Socks so läuft. Schön. Na gut. Mhm. Ja. Kommt gut raus. Ja. Na gut. Und noch wieder. Und warte, was hättest du uns schon gezeigt, wenn ich nichts gesagt habe, da liegt was über der Stuhllehne. Du hattest gerade noch was anderes in den Händen, oder? Nee, ich bin noch dabei. Das wird der Loop zu der Mütze. Die Mütze. Die Mütze. Die Mütze. Die Mütze. Die Mütze zur Socke. Kann man sehen? Die passt gut, oder? Gefällt mir prima. Das ist super, eine Kindermütze, aber ich habe einen Kinderkopf, deswegen passt die ganz gut. Also naja, aber wenn du die Mütze hast, die Socke, den Loop, die Socke, dann die Socke hat oder sowas. Ja, da, Socke hat Veronika. Socke habe ich hier. Ja. Die Mütze kommt noch nachgeliefert und der Loop, der ist bald. Ich denke, da fehlt noch ein Stückchen, oder? Ich habe noch nie einen Loop gemacht, Leute. Also, ich weiß nicht, wie es geht. Der ist in der Länge schon, also ist noch von der Breite dran ist. Ja, ich mache noch das Muster noch fertig. Das geht ja noch ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen ist noch und dann kommt das Paket wieder. Schön. Wir wollen einfach zeigen, die Merino Silk Socks und die Merino Stretch, diese 15 Farben, die es eben in dünn und in dicker Qualität gibt, dass man eben da mit den Farben spielen kann. Das soll dabei rüberkommen.
Die lässt sich auch sehr gut verarbeiten, finde ich. Also die läuft so schön. Das läuft von alleine, finde ich. Ah! Ja, doch. Das werden wir natürlich jetzt dazu schreiben. Es läuft von alleine. Nee, es gibt ja Wolle, da zieht es immer oder es hängt oder hakelt beim Stricknadeln. Aber die hier, die macht das immer so. Nächste Masche, läuft. Ja. Finde ich gut. Freut mich. Die brauche ich. So war der Plan, Angelika. Ja, ich sehe schon. Genau. Nee, das sind schon zwei gute Qualitäten. Mein Plan ist, dass ich mit der Filzwolle, ich hatte doch euch letztes Mal diese Filzschuhe gezeigt auf der Kurbelmaschine, und ich werde jetzt testen, ob ich mit der gleichen Maschenzahl und Reihenzahl das auch von Hand stricken kann. Weil je dicker die Qualität ist, je näher kommt die Maschenprobe ans Handstricken ran, und ich bin mir sicher, bei der Filzwolle klappt es. Aber das werde ich fürs nächste Mal testen, also ein so Filzschuh stricken mit der gleichen Maschenanzahl, wie ich es im Video habe mit der Adi Express. Und dann schauen wir mal, weil dann wäre es richtig, richtig cool, wenn ich eine Größentabelle entwickle für alle Größen, außer für Babyschuhe. Also diese kleinen hier, die sind noch gegangen. Und beim kleineren kam dann das raus aus der Maschine. Das sieht ja lustig aus. Das kann man als Knubbelnase für einen Applaus. Ja, wenn das jetzt rote Wolle wäre, könnte man sagen, hier, Red Nose Day. Genau. Aber so ist dann eben manchmal der Überraschungseffekt. Aber die hier sieht gut aus. Ja. Oh ja. Also, ich meine, sind wir mal ehrlich, man zieht eigentlich auch einem Einjährigen keine Filzschuhe an. Mhm. Ist eigentlich viel zu gefährlich vom Rutschen her, ne? Von daher finde ich es völlig in Ordnung, wenn man hier ab Größe 25 einsteigt, und dann kann man ja dieses Latex da noch drauf machen, und dann gibt es da eben auch kein Gerutsche in der Wohnung. Wobei, wenn sie ja größer sind, lieben sie das wieder, ne? So einmal quer durchs Esszimmer und am Glasschrank vorbei. Aber ganz knapp immer, so gerade die Kante nicht erwischt. Einfach so das Adrenalin von der Oma steigt. Also das möchte ich auch nächstes Mal ausprobieren. Rutscht es nicht besonders gut. Bitte? Ich sage, auf Fliesenboden rutscht es sich besonders gut. Genau, ja. Und wenn das eben nicht gewünscht ist, macht ihr halt, oder diese Sohlen von Bottis dran, die haben ja jetzt die Sohlen, die nicht mehr so hinten hochgehen, sondern diese ganz flachen, habe ich euch ja letztes Mal gezeigt. Die finde ich auch ganz cool für so Filzschuhe. Mhm. Ja. Ja. So ist der Plan, was ich möchte machen, weil das dann einfach toll wäre, wenn man das schon die Größentabelle macht. Das ist ja schon eine Arbeit, ne? Die müssen ja einmal alle gestrickt werden und ausprobiert, ob das dann passt. Ich habe ja hier solche Schuhmacherleisten in allen Größen. Habe ich mir mal gegönnt. Und das ist schon eine feine Sache, wenn man Größentabelle entwickeln möchte, ne? Das brauchen nur die Profis. Ja, ihr profitiert dann von den Profis. Weil wir es ja ausgetestet haben. Ja. Genau. Weil Filzpushen ist, glaube ich, jetzt Richtung Weihnachten wieder ein Thema, dass das gerne gemacht wird. Ja. Und dann, übrigens
Heide, dein Mäusle war auch mit dabei zum Ach, Messer. Ja. Ach, echt? aus der Merinos Silk Socks gestrickt. Ja. Und ist einfach toll, wie man es ausstopfen kann, die Wolle. Da war ich ganz überrascht, als du zum ersten Mal so ein Amigurumi geschickt hast, wie toll sich die Wolle dafür eignet. Doch, die ist klasse. Aber eine Anleitung habt ihr nicht dazu, ne? Das ist eine Holländerin, also die gibt es im Netz. Genau. Mhm. Da okay. ist die Anleitung her. Also ich habe die nicht. Da ist auch der Affe, der da. Ja. Der ist auch aus der. Ich finde die so süß. Die gucken alle so freundlich. Ich bin immer ganz selbstverliebt. Ich glaube, ich hatte es beim allerersten Video, wo ich die Maus gezeigt habe, verlinkt, wo die Anleitung her ist. Ah, okay. Von dem Mäusle. Mm. Also das ist eine Designerin, die macht wahnsinnig, wahnsinnig tolle Sachen. Also ja, wenn ja jemand so von Hand, also die Marion kann das ja auch so von Hand einfach so frei wegzeichnen, die bewundere ich einfach auch für so ein Tier. Das ist ja nochmal was ganz anderes, wie wenn man nur einen Pulli macht, ne? Also so, dass da alles passt, finde ich genial. Ich finde es auch schön bei ihr, ist, weil das alles in einem Stück zusammen, also da ist nichts genäht oder so. Die macht extra, man lässt sich Maschen auf der Nadel für die Arme, Beine. Und das fand ich so schön. Also weil ich das annähen, bei mir, wenn ich irgendwas annähen musste, das sieht immer fürchterlich aus. Und da ist es alles in einem Stück so gestrickt. Und das fand ich toll. Und die Tiere, die gucken halt alle so freundlich, finde ich. Ja. Die, ich weiß gar nicht, ob man das, diese Ausarbeitung, ich muss euch das nächste Mal, ich habe einen Drachen hast du ja noch gestrickt, aber diese Ausarbeitung von den Ohren und so, das ist alles so ganz filigran gemacht, also ganz herzig. Schön. Mal diese Rückseite an. Ich wollte es ja heimlich am Sonntag schon mitnehmen, gell? Ach komm. Ja. Das machst du nicht. Ja. Aber was die Dominik fertig gestrickt hat, ist, mal schauen, ob jemand das Muster erkennt. Ja, Muster 12. Ja. Oder 13. Genau. Muster 12 mit einer neuen Farbe Bobbel, die es ab Januar geben wird. Da wir ja unter uns sind, kann ich euch die neuen Farben mal zeigen. Das ist der neue Katalog. Und ah, toll. Wie seht ihr hier? Also hier fängt die erste neue Farbe an und dann die untere Reihe. Boah, das Pink. Und ja. Das letzte mit dem Grün, das ist auch gut. Ja. Also ich stehe ja eigentlich auf Blau, aber obwohl das Orange fährt, die dritte. Also ich würde sagen, sind alle schön. Ja. Man könnte alle leider nehmen. Leider. Leider habe ich überhört. So wirkt das. Du mir doch nicht so viel zulegen. Im Ganzen. Wir haben im Prinzip bei allen Farben das Grau mit dabei. Und dann kann man eben, so wie der eine eben sagt, ich habe gern rot oder nicht rot oder pink, Grau. So eine Wunschfarbe, die eigentlich oft vorkommt. Und dann hat man eben quasi seine Schmuckfarbe mit dabei. Ich habe hier auch ein paar Modelle dazu. Noch, das ist gehäkelt. Das Terra. Mhm.
Die kommen alle in die Maschenwelt 1. Dann haben wir hier von der Dominik, das kennt ihr ja, das hatte sie uns schon live vorgeführt. Ist auch die neue Farbe? Das ist dein Blau, Andrea. Ja, ich. Schon abgespeichert. Hier ist ein Tuch mit Zopfmuster. Kommt das alles in die Eins? In die Eins, ja. Oh Gott, da muss ich ja Wolle kaufen. Da muss ich ein Ding nach dem anderen machen hier. Und hier haben wir das gleiche Muster nochmal, nur dass es eben jetzt ein Tuch ist, das von unten ab Spitze gestrickt ist. Das davor war eben asymmetrisch, ne? Haben wir ja oft diese Tücher aus den verschiedenen Richtungen. Das hier ist zwar keine, doch, ist auch eine neue Farbe. Und hier ist eben die Stola. Die Stola in dem Muster. Ach. Ist das so Mint-Petrol, oder? Ja, genau. So kann man es also hier in dem Bereich, es steigt mit Mint quasi ein und läuft dann ins Petrol und davor kommen die Grautöne. Ah, das kann man wunderbar kombinieren. Genau, das war so, du sprichst mir aus der Seele, das war so der Grundgedanke bei diesen, dass wir mal gesagt haben, wir machen jetzt so eine Serie. Und das ist das Grün. Oh, ist das toll. Richtig schönes Waldgrün. Und dann läuft es eben auch ins Grau aus, ne? Da werden die neuen Garne schon gleich wieder ausverkauft sein. Ja, erst müssen sie geliefert sein. Das ist ja immer so die Geschichte. Aber wir mittlerweile sind wir jetzt gut auf dem Laufenden und dann hoffen wir einfach, dass das jetzt auch so weitergeht. Es passiert ja wieder allerhand gerade hier auf dieser Welt. Und manchmal muss man sich wundern, wie weit dann das greift, wie weit man betroffen ist. Aber hoffen wir. Und hier ist nochmal Koralle. Oh mein Gott. So, jetzt habt ihr einen Einblick in die neuen Farben bekommen. Guckst du nach großen Augen, Katharina. Na, wie sieht's aus? Also Katharinas Farbe haben wir ja schon, ne? Ja, mehrfach. Ich tippe 62 oder 63. Also eins von diesen beiden, oder? Ja, der erste vielleicht. Ja, habe ich auch gerade gedacht, weil in dem anderen ist ja schon wieder rot drin. Genau, kann man nicht mit Pink. Sie weiß ja jetzt, dass ihr Rot gut steht. Na gut, wenn es so kommt. Sag ich nicht mehr nein. Ich finde Rot immer, also Rot ist ja meine Farbe. Weil wenn du was Dunkles anhast und hast dann aber eben noch so ein bisschen Rot oder ja, das finde ich jetzt halt immer schön. Wenn es zu arg pinkig ist, dann ist schon wieder, ja. Als Akzent meinst du? Ja. Aber da waren jetzt alle Farben dabei. Pink ist dann zu krass? Hm? Ist Pink dann zu krass? Kommt halt immer drauf an, was für ein Pink. Also wenn es ein leichtes Pink ist, dann geht's. Aber wenn es zu pinkig ist, dann ist nicht mal. Deshalb gibt es ja verschiedene Farben, dass es eben jeder sich so seine aussuchen kann. Ne? Könnte man da auch zwei kombinieren?
Das war auch der Plan, genau, dass man eben sagt, wenn jetzt jemand den Seelenwärmer machen möchte, der eben dessen Farben eben grün und blau sind, dass man eben sagt, ich steige mit dem Grünen an und wechsle über die graue Farbe dann zum Blau. Durchaus, ja. Ja. Ende wieder mit Grau, ne? Bitte? Also dann geht es ja auch mit Grau und am Ende. Genau, man kann ja den Bobbel von innen oder von außen abstricken, so wie man es eben möchte. Ne? Also wenn es ums Kombinieren geht, würde ich übers Grau die Farbe wechseln quasi. Ja. Ja. Kann man sich schon gut vorstellen, dass das gut aussieht, ja. Oder unter Umständen zwei gegenläufig verarbeiten. Das könnte ich mir auch vorstellen. Du mit gegenläufig erklär also, mal, wie du. Dass ich praktisch zwei Reihen mit der Farbe beginne und dann zwei Reihen mit dem Grau von dem anderen Bobbel, sodass das praktisch nachher mit der anderen Farbe ausläuft und dann beim anderen Knäuel dann eben mit dem Grau. Das ist gerade fürs tunesische Häkeln natürlich mega, ja. Ich habe ja mal ein tunesisches Häkelbuch gemacht mit Bobbel und da ist es eben wichtig, dass man darauf achtet, dass man zwei Bobbel wählt, die nie die gleichen Farben haben. Und das genau. Wird ja hier, da man ja, wenn man dann zum Farbwechsel kommt, ist man ja bei der Kontrastfarbe. Ja, müssen wir mal ausprobieren. Na Heide, du bist doch am Tunesisch häkeln. Ich mag Tunesisch häkeln, ja. Ja. Das ist eine schöne Sache. Oder im Double Face, ne? Das wollte ich gerade sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob das so unbedingt klappt bei Baumwolle mit, ob das nicht zu glatt ist, dass sich die Maschen nicht so aneinander festhalten. Also das ist ja noch so ein Kriterium beim Double Face beziehungsweise überhaupt auch beim Veraltstricken, dass die Maschen sich ein bisschen aneinander halten, damit die Farben richtig zur Geltung kommen dann auch. Ne? Ich denke dass vielleicht also nicht eine, zum Verstricken. Dass sie nicht dass also die Maschen gleich groß bleiben, also wenn die Maschen sich gegeneinander verhaken, also so das Garn sich verhakt so gegenseitig, dass das also ein bisschen festhält, sich die Maschen. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Ich weiß, was du meinst. Wir haben schon Chakar-Musterpulli, also im Raglan-Buch ist ein Chakar-Musterpulli aus dem Bobbelkotten. Aus Bobbelkotten Garne gemacht. Das sah gut und aus. Das hat funktioniert. Das hat funktioniert, aber ich habe es tatsächlich mit Bobbel Double Face auch noch nicht probiert, weil ich auch, ich hätte jetzt auch Zweifel, eben, ob das geschmeidig genug ist. Ich hätte da ein bisschen Angst vornehmen, weil das ja nicht gezwirnt ist, wenn du dann mal nicht alle Fäden, wenn du jetzt mal einen nicht auf der Nadel hast, das würde man dann ja nachher auch sehen. Ne? Es gibt ja immer mal einen, da rutscht ja so ein Faden runter und dann hast du den halt mit drin. Ja, ja zurückstricken da muss man ist dann da drauf schwierig. Achten. Da muss man dann drauf achten. Aber eigentlich ist es, muss sagen, wenn ich mit den Bobbles stricke, das passiert mir wirklich selten, dass ich da nicht alle Fäden erwische. Das passiert mir dann, würde mir dann bei einer anderen Wolle genauso oft passieren. Also mittlerweile macht mir das gefachte Garn gar nichts mehr aus. Wenn ich von jetzt gezwirntem Garn wieder auf gefachtes Garn umsteige, dann passiert es mir am Anfang. Aber je länger ich dann mit gefachtem Garn wieder stricke, ist das dann auch wieder passé. Ja. Schön. Dann die Birgit Rosa Schwarz ist heute zum ersten Mal da, oder?
Hallo, nein, ich bin noch nicht zum ersten Mal da. Ich war schon mal da, aber ich habe das immer nicht so pünktlich. Ich habe jetzt noch Besuch kurz da gehabt. Mein Sohn war kurz da, ne? Und aus dem kurz wurde dann eine Stunde. Ne? Ja. Ab Dienstag 19 Uhr muss man an die Tür ein Schild raushängen. Bitte nicht stören. Ja, das ist wieder schwierig. Ne? Ich bin im Meeting. Oh, genau. Klingt sehr gut geschäftlich, genau. Verrätst du uns, was du auf den Nadeln hast? da guck mal, die Heidi, sprichst du mal was, dass du in die Kamera kommst? Ich habe es extra gemacht, weil meine Männer missachten meine Privatsphäre. Warte mal, mach mal ein bisschen weiter zurück, man kann es nicht lesen. Ach so, Entschuldigung. Kann man so lesen? 18:50 Uhr. Ja, ja, das, damit die wissen, hier, ich muss vorher ist Ruhe und ihr dürft mich nicht stören. Aber ich habe heute männerfreie Zone, deswegen habe ich das Schild hier drin. Lach du mich aus. Nein, nur so. Das sind meine Männer, denen ist das Pups egal, was ich hier mache. So, bitteschön. Also, Mario und ich bin dafür, dass du das in den Newsletter aufnimmst. Du, ich habe dir meine Notizen, ich habe es gerade aufgeschrieben. Zum Ausdruck, ich habe es irgendwo noch auf dem PC. Ja, klar, zum Ausdrucken. Kann ich auch so ein Schild kriegen? Aber klar. Das ist Download. Soll ich es noch mal reinhalten oder habt ihr es jetzt alle gesehen? Ja. Reicht. Wir haben es gesehen, ja. Aber Dominik, du stickst doch so schöne Bilder. Sollen wir dir eine Kreuzstickvorlage machen? So. Könnte man ja ins Auge fassen, ja. Gute Idee. Ja, ich kenne ja meine Männer hier. Aber die Birgit wollte uns noch zeigen, was sie auf der Nadel hat. Oh, ich habe nichts Besonderes auf den Nadeln, einfach nur Stino-Socken. Ich hatte letztes Mal das Ella Sommer-Ella auf den Nadeln. Aber das ist schon 3 Wochen oder 4 Wochen her, falls ihr da euch noch dran erinnern könnt. Hast du die uns gezeigt? Ja. Die Sommer-Ella ist, tut mir leid, ich erinnere mich jetzt auch. Ein Kurzarmpulli mit so einem Blättermuster, Rundpasse von oben, in so Naturfarben. Ja, jetzt. Ja, jetzt wieder Rundpasse und Blättermuster. Genau. Da haben wir gesagt, Blättermuster kommt einfach immer gut, ne? Ja, genau, der ist jetzt fertig und jetzt habe ich gedacht, jetzt mache ich mal ein paar ganz banale Socken. Aber Birgit, man muss hier fertige Modelle zeigen, nur zur Info. Ne? Ja, ich kann ihn holen, das ist kein Problem. Oh je. Von innen und außen. Ich dachte eigentlich fürs nächste Mal, ich wollte dich jetzt nicht scheuchen. Durch meinen Schichtdienst kann ich leider nicht immer dienstags. Also dann, ja. Ich hole den mal. Das ist aber lieb. Oh, kriege ich gerade ein schlechtes Gewissen. Nee, eigentlich nicht. Ich bin neugierig. Du ein schlechtes Gewissen. Ja. Nee, ist ja schon schön, wenn man die angefangenen Sachen, dann bleibt es auch in Erinnerung. Ja, eben fertig haben wir ihn nicht gesehen. Ja, Veronika verlässt auch gerade die Bühne, die holt auch noch ein fertiges Modell bestimmt. Ich habe ja nicht so viele. Veronika, hast du gerade ein fertiges Modell geholt? Die hat keinen Ton. So, jetzt muss ich erstmal wieder den Hintergrund wegmachen.
Veronika, jetzt hat sie die Stöpsel wieder drin. Veronika, hast du dir gerade ein fertiges Modell geholt, als du aufgestanden bist? Nein, man hört nicht. Kein Ton drauf. Vielleicht war es auch nur für kleine Mädchen. Nein, dafür war sie zu schnell wieder da. Ich habe hier so einen Stupfer. Ich will ja nicht sagen, dass alle so lange brauchen wie du, aber. Auf der Toilette ist der einzige Ort, wo man seine Ruhe hat. Das muss man ausnutzen. So, seid ihr bereit? Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob man, sieht man das? Ganz langsam, am besten nicht bewegen. Oh, Blätter. Toll. Birgit, sprichst du dazu, dass die Kamera auf dich kommt? Ah ja, okay, ja, das habe ich wieder vergessen. Genau, also wie gesagt, es ist Kurzform. Also es geht nicht direkt ganz bis überm Po so. Aber das ist echt schön geworden, finde ich. Ja. Das ist auch Da. hinten mit verkürzte Reihen, dass das hinten ein bisschen höher kommt. Genau. Sehr schön. Ich sag jetzt nichts. Warum? Ich will es jetzt gar nicht von innen sehen. Die Dominik möchte alle Teile immer von innen sehen. Das ist doch kein Problem. Wegen den vernähten Fäden oder warum? Ne, einfach nur so, das kam halt mal so auf. Ich weiß auch nicht warum. Nur weil ich mal eine Socke von innen sehen wollte. Ja, manche Pullover kann man auch auf links rum gut tragen, gell? Ja. Also, ich weiß Ah, ja. jetzt nicht, das ist jetzt praktisch Ja. links rum, das Muster. Ist auch nicht schlecht, ne? Ja, das wäre ja was für manche Leute, die ihre Sachen verkehrt rum anziehen. Das würde jetzt nicht auffallen. Ja, nur an den Fäden dann, ne? Ja. Weil Aber es doch ja. ein bisschen ab und zu mal was hängt, ne? Ja. Aber Gut. ja. Gut. Verkehrt rum ging an mich, das war ich mal. Da hat mich die Dominik mal gerettet. Ja. Schön. Blättermuster kommen einfach immer gut, ne? Auch so Tücher mit Blättermuster Ja. ist gut. Die Strickschrift ist manchmal eine Herausforderung, weil man ja Maschen zunehmen muss und oft die Blätter dann eben aus der Strickschrift auslagern muss. Da haben so manche sehen so manche ihre Hürden. Aber wenn man mal das System raus hat, Dann geht's, ja. ja. Man soll ja eh immer einen Probelappen machen und dann hat man ja schon mal dann so einen kleinen Das hast Test. du also artig gemacht, Na, Birgit? aber sicherlich. Machen wir ja alle. Ich habe sie auch in der Waschmaschine gewaschen und 50 Gramm Knäuel waren das und dann habe ich das wieder aufgeribbelt und mit verstrickt im Pullover. Das ist vorbildlich. Ja, Geil. sehr gut, ja. Dann weiß man auch, wie sich die Wolle in der Waschmaschine verhält, ne? Ja, also das ist schon nicht schlecht, ja. Schön. Da haben wir So, das Muschelchen bitte. wieder, gell? Die Maschenprobe Ja. quasi. Sie zieht sich wie ein roter Faden durch. Ja, aber wenn man ja will, dass das Teil ordentlich passt, dann muss man das halt machen. Das gehört halt dazu, ne?
Ja, beim Pullilohn. Ich glaube, deshalb werden so gern Tücher gestrickt, weil man da wirklich gleich loslegen kann und die einfach immer passen. Das, ja. Gibt noch eine Möglichkeit, die Maschenprobe zu vermeiden. Man nimmt immer die gleiche Wolle, von Wolli Hook zum Beispiel. Da Danke, reicht Marion. eine. Du kriegst ein Fleißsternchen. Oh, Marion, jetzt hast du wieder einen rausgehauen, gell? Ja, wa? Kriege ich Ja. einen Gummipunkt. Und wenn ich 1000 Gummipunkte habe, gibt es ein Gummibärchen. Oh. Ja, ich stricke eigentlich immer die gleiche Wolle. Ich stricke immer Sockenwolle, fast immer. Ja, und da gibt es aber auch Unterschiede, oder? Ja, ich habe das jetzt festgestellt bei der Alpaka Socks von Langjans. Da habe ich ein Musterläppchen gemacht, also eine Maschenprobe gemacht, auch in Double Face. Und die sieht also etwas anders aus als hier von dem Schal. Also ist etwas breiter, aber nicht ganz so hoch. Also die Maschenhöhe variiert da. Aber Ich dafür habe macht auch man schon, dann ja ab und zu eine Maschenprobe. ja, ich habe auch schon, aber ist ja dann auch mit Alpaka drin, ne? Ist ja Ja. auch ein bisschen eine andere, hat ja einen anderen Griff wie eben die ganz normale 75, 25 Gramm Geschichte, Ja, es Prozent. ist auch etwas dünner. Ist auch Ja, etwas dünner als normale ja, Sockenwolle. ja. Und bei der Silk Socks? Da, von mir mit dem Stretch-Anteil, da habe ich schon gehört, dass da manche zwei Maschen weniger für die Socke verwenden, weil sie etwas griffiger ist. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, ja. Ja. Und trotzdem, natürlich, wenn man sich's angewöhnt hat, seine Teile alles mit Sockenwolle zu stricken, das ist schon krass. Aber da hat man halt auch was von seinen Modellen, ne? Weil die einfach nicht zu dick sind. Ja, und Ja, und ich vor allen denke, Dingen, es die sind teilweise unkaputtbar. Also ich habe einen Pullover, der ist über 20 Jahre alt. Der sieht noch aus wie am ersten Tag. Und der ja. wandert regelmäßig in die Waschmaschine. Und dann denke ich mal, kommt es auch noch auf die Firma drauf an, von den Sockenwollen, weil die verhält sich auch von jeder Firma ein bisschen anders. Da ist auch nicht jede gleich. Das ist richtig, ja. Weil da Aber kommt es eine ja auch. gute Qualität. Ja, das kommt auf die verwendete Wolle an. Ne? Nicht jede Schafrasse ist gleich. Genau, ne, wenn sie also, was weiß deutsche Schafrassen haben etwas raue Haare, dann ist die auch leicht kratzig. Ja, das ist halt das Problem bei den deutschen Schafe, dass man da halt einfach nicht die so gewünschte Trageeigenschaft herbekommt. Nicht bis ganz am Ende. Ne? Es gibt immer noch Schafe, die eben, oder die Wolle, die sich weicher anfühlt. Ja. Ja. Ja, und das Spitzenschaf für weiche Wolle ist halt das Merino-Schaf, Ja, ne? ja, ja, ja. Aber das, auch meine Mutter hat für den Papa immer so Pullunder gestrickt aus Sockenwolle. Und die hat der auch, also in manchen Pullunder, da denkt er einem quasi nur, ne? Und die wurden ja damals auch noch gestopft, ne? Wenn da mal ein Loch reinging, meistens vom Schweißen, wenn dann ein Funke drauf liegt, ne, da passen ja Männer nicht wirklich auf. Und dann wurde das gestopft. Ja. Ja, man hat ja auch Socken gestopft, ne? Ja, Also es gibt ja auch klar. Ja. Sockenwolle, wo so ein Beilauffaden mit drin ist, den kann man dann ja auch zum Stopfen benutzen, ne? Genau. Oder Aber sie den hat. nehme ich dann immer und stricke da separate Socken draus. Nehme mehrere, immer zwei Fäden von diesem Beilauffaden, als dann habe ich wieder vierfach. Und dann kann man auch richtig Verlaufsocken machen, wenn man also verschiedene Farben hat. Perfekt, gute Idee. Wie viel brauchst du dann von diesen Spulen?
Das sind immer 5 Gramm, glaube ich. Ja, ich brauche für eine Socke ca. 30 Gramm. Okay. Ja. Von welcher Firma ist dann das Beilaufgarn? Weil das findet man ja kaum noch. Von Langjan, die Sockenwolle. Die haben diese länglichen Docken. Okay. Und da ist in der Mitte ist so ein Beilaufgarn dabei. Habe ich jetzt hier unten was? Da liegt die Spule mit drin im Knäuel. Ja, genau, da ist eine Plastikspule drin mit. Ja. Die Jawohl, ne, heißt die. Ja, genau. Ja. Da liegt eine passende Spule mit drin. Nee, das ist jetzt. Doch, ja, hier. Nee, das sind, die sind schon etwas überlagert. Ich glaube, da hat sich schon was drin eingenistet. Die sehen aber so im Prinzip aus. Aha, okay. Hm. Also die gibt es aber nicht einzeln zu kaufen, nur mit der Wolle praktisch. Nur mit dem Sockengarn, ja. Das sind immer 50 Gramm Docken und da ist dann in der Mitte ist dann diese Spule drin. Und dann ich weiß gar nicht, hat sonst noch jemand Beilaufgarn? Also ich wüsste nicht. Also ich habe gerade keins, also aber ich weiß, dass es von Schachenmeier so auf extra Kärtchen dieses Beilaufgarn gibt. Das gibt's noch. Das meine ich, gibt's noch, ja. Okay. Aber ja, das so muss man, glaube ich, direkt bestellen oder ich weiß es nicht. Die gibt es auch nur so in Uni, also einfarbig und auch nicht überall. Okay. Ja, also die Mama hat die so genau komplett neu angestrickt, ne? Also wenn der Fuß quasi so durchgelaufen war, dass es ganz egal war, wo man noch flickt, es wird sich auflösen, dann hat sie an Schaft wieder einen neuen Fuß dran gestrickt. Weil der Schaft geht ja eigentlich gar nicht kaputt, ne? Da wird ja nicht beansprucht. Da wurde die Wolle noch hochgehalten. Naja, oder aus alten Pullovern von Vatern wurden dann nochmal Pullover für die Kinder gemacht, wenn da die Ärmel durchgescheuert waren oder was auch immer. Ja. Also es wurde alles wiederverwertet. Macht Sinn. Ja, und wenn die in den Arbeitsschuhen Socken anziehen, gestrickte wäre so ein Beilaufgarn schon manchmal nicht schlecht, dass man die Ferse ein bisschen dicker machen könnte, ne? Ja. Da nimmt man das Beilaufgarn nicht für den ganzen Socken, nur für da, wo man es denkt, dass man es braucht. Genau, Spitze und ja, Ferse. Ferse und Spitze. Aha, okay. Hm. Mhm. Weil das ist ja da nicht ganz so dick wie der Wollfaden, ne? Aber wie gesagt, das Finste kam noch. Die Marianne hat gerade gesagt, zweifach wäre es. Mhm. Ja, das ist zweifach. Und könnte man jetzt zum Beispiel, es gibt doch auch so Nähgarn, das auch etwas dicker ist. Das könnte man doch auch als Beilaufgarn nehmen, oder? Das ist bestimmt zu hart. Das ist ja nicht so dehnbar wie die Wolle. Genau, das ist nicht elastisch. Aha, okay. Das geht nicht. Da hast du nachher Spannung drauf. Du könntest allenfalls hergehen, wenn es der Mühe wert ist, das so gegangen ist ja vierfach, dass du eben dir die Mühe machst und das aufdrehst, dass du sagst, ich wickel es mir ab. Oh Gott, das will. Weil man braucht ja die, man braucht selten die kompletten 50 Gramm für eine Socke. Und dass man es dann eben am besten zu zweit aufdreht. Jeder wickelt sich so einen Strang weg. Der die Socke bekommt und der sie strickt. Nicht zur Strafe, nur zur Übung, oder wie? Ja. Du hast, Monika, das Bild ja gesehen. Ne? Man musste ja da jetzt auch helfen, da den Wollknäuel wieder aufzuwickeln. Ne? Genau. Genau. Der hat sich fast die Finger gebrochen, für so ein Knödel herzukriegen. Das war ein Bild für Götter, du.
Aber immerhin hat er dir geholfen. Er hat es gemacht, ja. Ja, ja. Und du hattest ja die Charity eben auch mit zwei doppelt verarbeitet. Und wenn man doppelt gestricktes eben auflöst, ist es auch am besten, man macht es zu zweit, ne? Dass jeder wickelt. Ja. Ja. Gut. So, jetzt stupse ich mal heute noch die Lena an. Schon schlüpft die uns heute durch und erzählt uns gar nichts. Ja, ich genieße eure Gerede. Dann lehne ich mich jetzt mal zurück und genieße dich. Ich habe einmal in der Woche Urlaub sozusagen. Also ich habe jetzt aus dem Häkelbuch diese Weste oder so, Tunika oder was, aber ohne Ärmel. Fertig gemacht. Also die ist komplett jetzt so geworden. Ja, super. Ja, also die ist richtig schön, aber ich habe da auch keine Ärmel dran gemacht. Ich habe jetzt einfach so gelassen und dann hier genäht. Und ich habe gedacht, weil so ein Teil habe ich noch nicht im Schrank. Und das ist schön, wenn zum Beispiel was wärmer wird, so im Sommer oder so, da kann man das so über T-Shirt anziehen. Und dann sieht man angezogen aus. Also so quasi, man will ja manchmal was drüber haben, weil manchmal ist ein T-Shirt zu kalt oder so. Und so sieht man dann komplett aus. Und das wollte ich ja dann auch so lassen, so wie in dem Buch dann. Das war auch die Größe und alles. Hattest du dann vom Knäuel noch viel übrig? Ja, ich habe da richtig viel übrig, also bestimmt 100 Gramm noch übrig. Also hier sind nur 200 Gramm. Ich habe also Knäuel von 300 Gramm und davon ist 100 Gramm übrig. Also ganze dunkellilane Farbe ist übrig. Also ich dachte für die Ärmel, aber dann habe ich ohne Ärmel auf jeden Fall. Also das wäre dann 200 Gramm. Ja, im Buch sind ja 200 Gramm angegeben, also ist ja mit dem 200 Gramm Knäuel gehäkelt, dann bekommt es quasi genau diese Größe. Ja, genau. Die hat hingehauen. Sie hat ja auch kein Wolli-Faxpuppel genommen. Ja, mit 300 Gramm ein, genau. Aber nur, dass man sieht, dass man eben mit 200 Gramm also richtig gut hinkommt. Ja, und ich habe das wirklich... Also habe mich diesmal richtig an Anleitung gehalten und an die Größen. Und da bin ich bei 200 Gramm. Ja, und das ist auf jeden Fall schön geworden. Gefällt mir. Und das hat sich auch leicht gehäkelt. Jetzt sage ich mal, ohne Probleme, wenn man hier den Kragen anfängt und dann weiter häkelt, dann ist man in einem Fluss und dann geht das ganz schnell. Also das ist sowas, was ich anziehen würde über T-Shirt, jetzt im Sommer, im Frühling oder so, wenn warm ist oder wenn man zum Beispiel zur Feier geht oder sowas, wo man so angezogen sein soll, aussehen wenigstens. Ja, und das hat wirklich also Freude gemacht zu häkeln, weil man sieht dann, ich habe ja noch nie so ein Modell gehäkelt, wo dieser Ausschnitt so war. Also jetzt mache ich mal was näher. Also hier so rum, ja. Ich habe ja meistens Raglan gehäkelt oder zum Nähen etwas normal. Also so vorne Teil, Hinterteil, Ärmel, da konnte man das zusammennähen. Aber so, dass das jetzt so quadratischen Ausschnitt hier hat, das hatte ich noch nie. Und das ist ja eigentlich kein quadratischer Ausschnitt. Es ist ja quasi ein Schlitz, ne? Kann man sagen. Ja, sieht so ein bisschen quadratisch aus, so wie, so ein bisschen länglicher Quadrat, so von hier, dann bis hier und nach hinten geht das. Und das habe ich noch nie also gemacht und war neugierig, wie das auch sitzen wird, also hier so, wenn man anzieht, oder wie das sich im Häkeln ist. Aber das war richtig leicht, also vom Sitzen, vom Passform ist super. Da passt alles gut und sitzt alles gut. Und vom Häkeln war auch kein Problem. Also jetzt war auch nicht anstrengend oder so. Das hat mir auch gefallen. Dann dachte ich mir, das kann man mit jeder Wolle, also wer häkelt zum Beispiel, häkeln so ein Teil. Und das macht Freude, weil das ja so auseinander geht. Wenn man zum Beispiel
bisschen mehr hier Raum braucht, da kann man dann so, also das zieht am Hals nicht, sozusagen, das liegt locker und das kann man dann so machen und dann hat man hier auch Freiraum oder so, also das ist richtig wieder mal so bequemes Stück, wo man sagt, egal was man vorhat, kann man das anziehen, also so. Und das mag ich ja meistens, weil alles, was gut sitzt, passt zu meinem Leben sozusagen. Würde ich so sagen. Die Lena möchte ja auch immer schön aussehen. Ja, ich will schön und ich möchte, dass ich morgens früh anziehe und bis abends hält mein Outfit. Und selbst abends noch schön aussehen. Egal was passiert, ob man auf Nachbar klingeln oder ob man wo rausgehen muss oder zur Schulbesprechung oder keine Ahnung, dass man morgens angezogen ist und abends auch genauso noch aussieht. Ja, und daher gefällt mir auch dieser Passform, also hier auf jeden Fall und dass das so an Ärmel auch hier, also so frei ist hier. Da kann man, ich meine, das sieht ja im Sommer auch einfach nur, wenn jemand gern ein Spaghetti-Kleid oder ein Spaghetti-T-Shirt anzieht oder einfach was mit dünnen Trägern, aber sagt, oh, meine Oberarme, die waren auch schon mal schöner, dann sieht halt so ein Teil, wenn man das oben drüber zieht, hat man trotzdem ein was Luftiges an und sieht einfach gut aus. Ja, und das Beste ist, wenn, sage ich mal, viele T-Shirts, die sind zum Beispiel, liegen eng am Körper. Und wenn man das nicht möchte, zum Beispiel so wie ich mag das nicht, dann ziehe ich meistens irgendwas immer so Leichtes drüber, also sowas oder was anderes oder dünne, nochmal dünnes, dünne Bluse oder keine Ahnung. Und das passt natürlich dann wieder, weil die Ärmel, die haben hier auch so schöne Öffnung, wo man sich bewegen kann. Und wenn man anzieht, das hängt also bis hier fast, bis Ellenbogen. Quasi, man hat keine Ärmel angehäkelt, aber die sehen wie Ärmel aus. Also so würde ich sagen. So. Lena, wirst du uns denn wieder ein Tragefoto gönnen? Das kam so gut an. Ja. Dein Raglan-Pulli, das Foto, das hat wirklich viele positive Kommentare gebracht. Ja, dieser Pullover, den liebe ich über alles, weil der lässt sich mit sich alles machen. Und das ist das Kannst du aber auch gerne warten, bis wieder die Temperaturen es zulassen, dass du rausgehst, ne? Ja, aber der ist gut, wenn man zum Beispiel zu Hause ist oder wo einem zu heiß ist oder was. Der ist wirklich, also der heizt nicht auf und sowas. Das wollte ich sagen, weil das ja Baumwolle ist. Da kann man ja gut tragen. Ja, und dieser Pullover ist ja auch so ähnlich schön. Ja, und da bin ich auf jeden Fall zufrieden. Und jetzt werde ich aber nächste Woche erst zeigen. Ich arbeite jetzt gerade ganz eifrig an einer, ich würde das so sagen, das wird heißen Multimus Tunica oder Multitunica. Ich habe ja dieses Muster von Multimus genommen, also von euch da zum Häkeln, also nicht zum Stricken, zum Häkeln. Ja. Und jetzt habe ich halbe Tunika schon fertig, aber ich zeige das nächste Woche, weil ich will das komplett zeigen, weil ich habe ja euch erzählt, ich wollte ja mal von unten anfangen oder Raglan, war ich nicht sicher. Und dann habe ich eine Passform gefunden. Ihr werdet nie erraten, wie ich das angefangen habe. Weil das in der Mitte. Nee, auch nicht. Breitwärts. Das wird eine Überraschung auf jeden Fall sein. Und ich habe das angefangen jetzt vor ein paar Tagen. Ich habe mir die Muster ausgedruckt von Multimus. Und dann habe ich schon drei Muster schon verhäkelt. Und das sieht, also für mich guck noch mal genau aus. Nach, halt's mal hoch. Zeig mal noch mal. Das ist aber ein ordentliches Stück. Ja, und das wird nächste Woche, zeige ich, wie das komplett aussieht, weil da sind alle vier Muster, also ich habe ja jetzt vier ausgedruckt, ich weiß nicht, ob da mehr gibt, muss ich mal gucken, aber ich habe die ersten vier schon mal ausgedruckt. Und habe die schon angefangen. Ich bin jetzt schon fast fertig, aber ich will die fertig haben, damit ich euch zeigen
kann, wie die dann auch so sitzen würde. Das würde Multitunika oder sowas. Ja, Multimus kriegt ja insgesamt 11 Muster. Und das fünfte ist seit heute veröffentlicht. Ja, ich habe jetzt 4 ausgedruckt und dann habe ich auch nicht mehr nachgeguckt, ob das fünfte gibt. Und dann dachte ich, ich verhäkle erstmal die 4 und dann zeige ich euch und die restlichen kann ich ja dann später nachhäkeln. Aber das sieht richtig, richtig schön aus. Also erste Muster passt zu dem zweiten Muster, zweite zu dem dritten und dritte zu vierten. Also im Gesamtbild sieht das richtig harmonisch aus, muss ich sagen. Weil am Anfang dachte ich mir, wie würde das ja dann aussehen mit so 4 Muster als Tunika, ja, dachte ich mir. Beim Schal kann man sich das noch vorstellen, aber ich muss sagen, das sieht richtig harmonisch aus und das ist so richtig professionell. Ich dachte, Mensch, so schön, also die Muster legen sich schön und das Beste ist, jedes Muster ist richtig einfach. Wenn man ein paar Reihen gehäkelt hat, dann muss man nicht mehr viel denken, da kann man häkeln und häkeln und häkeln. Und das gefällt mir, dass man nicht jedes Mal, sag ich mal, aufs Blatt gucken soll. Ja, und da war ich richtig zufrieden. Und da, wo ich zufrieden war, da fing ich an zu häkeln weiter und weiter und weiter und konnte nicht mehr anhalten. Und dann guckte ich und dann war ich schon fast, also ich bin jetzt bei dem zweiten, sag ich mal, Arm oder sowas. Also nächste Woche wird das auf jeden Fall fertig sein und dann zeige ich euch. Also das sieht schon jetzt gut aus. Und ich habe jetzt verschiedene Farben so zusammengestellt, die so passen. Auf jeden Fall, da bin ich ja jetzt dran. Ja, also das ist jetzt meine Häkelfolge. Und ich habe noch Schal zwischendurch gestrickt, aber ich weiß nicht mehr, welche Wolle das ist, weil ich habe ja viel Wollvorrat, also jede Menge. Und ich weiß nicht immer, ich habe sogar noch Wolle von diesem Pull and Plain-Zeit. Also von euch, Pull und Plain, oder wie heißt das so, kariertes? Ja, wo man das Karo-Muster machen kann. Genau, die Wolle habe ich noch in meinem Vorrat. Ach so, ja. Ja, Planet Pooling, ja. Genau, das habe ich auch noch. Und dann, also ich habe jede Menge. Und das ist dann der Schal. Moment, ich muss mal gucken. Also das habe ich noch. Ich habe da so Fransen gemacht. Und das ist richtig leicht so. Also sowas habe ich. Und der ist richtig geworden. Das ist so wie bei Katharina ähnlicher Schal. So. Also auch von der Qualität so wuschelig. Also so, ich gucke jetzt. Also da war ich auch fertig geworden. Mit so ein bisschen Fransen. So. Schön. Ja. Dann hat sind wir mal gespannt, was du uns da nächste Woche zeigst. Ja, das sieht, also für mich sieht richtig schön aus und ich war überrascht, wie gesagt, wegen diesen Mustern, dass die harmonisch aussehen in einem Projekt sozusagen. Da war ich wirklich erstaunt, weil also im Schal kann man vieles verarbeiten, aber so im Tunika kann das zum Beispiel aussehen irgendwie nicht passend, aber da passt 100%. Ich war aber auch erstaunt im Schal, wie lange ich brauche, bis ich wieder ein Muster habe, das eben 1:1 da drauf passt und nicht weiter und nicht enger wird. Es ist beim Häkeln nicht so einfach und wäre dann bei Mode natürlich noch schlimmer, ne? Wenn du dann so viele Maschen hast und dann verändert sich da was in der Maschenprobe, dann sitzt das natürlich nicht gut. Also bin ich gespannt, wie das dann aussieht und dann gucken wir, ob wir uns da alle eine Anleitung draus basteln können, was du da fabriziert hast, sofern du uns das verrätst. Und das Wichtige ist, ihr werdet jetzt noch nicht wissen, welche Passform das ist. Also das kann ich euch jetzt sagen, da werdet ihr erstmal nicht erraten können, weil ich habe getüftelt die ganze Zeit. Ich dachte, was nimmst du? Das oder das oder das. Ich war im Kopf immer so am Träumen schon was. Ja, und dann habe ich mich doch entschieden für ein Modell, wo, sag ich mal, man muss da nicht viel zählen, man muss keine Maschenprobe machen, so wie ich, ja. Und man muss keine Angst haben, dass das nicht passen wird, weil das Modell wird immer passen, 100%.
Und das ist das Beste, weil das ist also Oversize-Modell wieder, wie ich das mag, wo man sich drinnen bewegen kann und halt noch so aussehen kann, dass man keine Weihnachtsessen hat oder sowas. Ein Modell für alle Lebenslagen. Und ich dachte mir, nee, das mache ich jetzt. Also da war ich richtig, dachte ich mir, nee, das machst du, weil das ist auch nicht knifflig und man muss nichts denken. Also das ist das Beste, dass man nicht anpasst. Ich kriege mal hin. Hat die Bettina nicht auch ein Pullover gemacht von der Lena? Ah, Bettina? Ja. Doch. Wer hat denn noch einen Pullover gemacht, wo die Lena mal Fotoshooting gemacht hat? Also ich nicht. Ich glaube, es war die andere Veronika, wo mal was gesagt hat. Ah ja. Ja. Veronika, warst du das? Veronika hören wir heute Abend nicht. Man sehen sie nur. Ja, mein Sohn. Ja. Irgendjemand hat doch den Pullover nachgestrickt, wo die Lena als allererstes gezeigt hat. Ah, ja, da ist er, genau. Ja. Okay. Das sieht aber auch gut aus, gell? Ja, ja, ja. Andrea, zeigst du uns auch noch, was du auf den Nadeln hast seit dem letzten Mal? Ich bin heute fertig geworden. Ich habe gar nichts Neues auf der Nadel. Ja, dann dein fertiges Teil. Sie hat vorher abgekettet. Ja, ich habe vorhin abgekettet. Und der ist jetzt fertig. 1,50 Meter ist er. 1,50 Meter. Mhm. Und ja, ich habe mir aber schon wieder was gekauft. Und zwar habe ich mir die Anleitung geholt vom Multimus 2. Habe gedacht, könnte ich ja mal. Ist zwar jetzt vorbei bei euch, aber ich kann ja trotzdem mal testen. Dann habe ich mir, was ich als nächstes mache mit der Silk Socks, fange ich an, den eine Stola-Verführung. Oh, da bin ich gespannt, wie das rauskommt. Will ich aber mit der machen hier. Okay. Weil ich weiß nicht, das ist vielleicht dann doch, weil ich da größere Nadeln mitnehmen kann, vielleicht dauert es dann nicht ganz so lange. Ja, aber da bin ich gespannt, wie das rauskommt. Kann ich mir sehr edel vorstellen. Und was für eine Farbe nimmst du? Das ist die, also eigentlich hellblau, warte, 257. Mhm. Hab ich es richtig in Erinnerung, die Stola-Verführung mustert in Hin- und Rückreihe? Ja. Genau. Nee, ja. Nee. Rückreihe ist. Ah, das war das Festival, genau, ja. Ja, ja, ja. Ich war falsch. So, und dann habe ich auch gleich noch eine Frage, wenn ich die loswerden kann. Sehr gerne. Ich habe mir die Anleitung gekauft von Raglan, Jäckchen, Little Joe. Ja. Und aber die 50 ist bei mir zu groß. Also ich bräuchte die 48. Kann ich davon ausgehen, dass wenn ich hier oben den Anschlag, also einen Kragen und so, dass sie eigentlich immer gleiche Maschenzahlen sind und dass ich dann nur in der Zunahme weniger nehme? Genau. Also also Babygröße 50 und drunter ist ja dann die 44, ne? Der 48 gibt es ja 44, nicht. 44, 46, genau. Ja, ja, genau. Ja, ja. Und du siehst es ja in der Anleitung, die Größeschritt, also es ist ja 74, 80 ist auch drin. Trotzdem schlägt man für einen Halsausschnitt genauso viele Maschen an. Der nächste Schritt ist dann erst ab 86, 92, wo man dann mehr Maschen hier braucht. Mhm. Und rund dazu geht es genauso, nur eben hier, dass du eben schaust, entsprechend weniger Zunahmen arbeitest. Ne? Okay, gut. Ja. Dann habt ihr aber ein ganz Mini-Baby. Na, für die Reborn. Ach so, für deine Gruppe, ja. Ja, für die. Ja, da wärst du, da wird Größe 44 dann. Da kannst du ja abmessen. Aber dann ja, kannst genau. Ja, aber mir ging es jetzt um den Anfang, ne? Ob der Anfang genauso gemacht wird wie bei der 50 oder ob ich da schon weniger nehmen muss. Würde ich nicht machen, weil
man strickt ja eins rechts, eins links und dann zieht sich das ja sowieso gut zusammen und legt sich entsprechend, ne? Ja. Okay. Und so kannst du ja auch gut ausprobieren, nach wie viel Zunahmen du aufhören musst, ne? Ja. Das Gute ist ja bei der wächst nicht, ne? Also, wenn ich es einmal Ja. raus habe, dann Genau. weiß ich, Genau. wie viel ich brauche. Ja. Andere Frage. Ihr habt von so einer Jacke gesprochen, die in der Maschenwelt drin ist. Eine Jacke mit. Welche Wolle war das da? Oder? Welche Von Maschenwelt meinst du? Entweder die 6 oder die 5. Also, was war die wir das letzte Mal beim Wickel hatten? Da ist eine Jacke mit einer Wolle, die bei Die Junghans nicht. Ach, Schieb, Schieb. ja, die Okay. Schieb war das, genau. Das war die Maschenwelt 7. Die Ja, die blaue da, Ah oder? ja, Ja. genau. Ja. Kann man mit der Schieb auch Pullover stricken, wenn ich jetzt für einen Mann einen Pullover machen will? Kann man Ja, unbedingt, okay. Schön weil warm. ich zeige dir hier. Das ist fluffig, ne? Ja. Fluffig, genau. Wiegt fast nichts. Ja, ganz weich. Ah, okay. Kommt auch Muster gut raus. Und ich hatte das letzte Mal schon erzählt, also der Pulli hier ist 36, 40 und er hat 350 Gramm benötigt man da. Wahnsinn. Jetzt ist er natürlich für einen Mann, würde ich ihn jetzt länger machen, ne? Ja, ist klar. Aber trotzdem, solange ein Pulli für einen Mann unter 500 Gramm bleibt, ist das einfach genial. Obwohl mein Ja. Mann kurze Sachen liebt, ne? Auch Jacken, so gerade bis zum Hosenbund Ja, oder gut, so. das Ja. ja. Ich meine, man hat hier dann schon den dicken, also wärmen tut sie Ja, schon wie einen darum richtigen, geht's, ne, ne? Genau. wenn das gewünscht wird. Ja, mit Rollkragen. Ja. Oh, Oh. okay, schön weich, ja. Da habe ich ein Video schon gefunden, wo man den Rollkragen strickt und dann umklappt und dann mit dem umgeklappten Rollkragen weiter strickt. Ja. Dass man die Also Maschen das, hochholt. genau. Das, aber ich weiß noch nicht, ob das was für mich ist, gleich so am Anfang. Ne? Also Du wie gesagt, kannst. was ich sagen wollte, hier von dem Schal ist so ein bisschen Wolle übrig geblieben hier. Mehr nicht. Punktlandung. Du kannst ja erstmal einen kleinen Rollkragen machen als Musterläppchen, ob dir das überhaupt zusagt. Wie jetzt? Du meinst jetzt die Art von Rollkragen zu stricken, ob mir das zusagt oder? Mit den Maschen hochholen danach Ach am so, ach so, ach so, ach ihr das so. dann da klarkommst, würde ich halt erstmal was eine andere Wolle nehmen und da probieren, bevor du dann die schöne Wolle. Ja. Naja, jetzt mache ich erstmal. Es ist halt die Gefahr, wenn du mit einem hohen Rollkragen beginnst, wenn dir nachher der Rollkragen wegen irgendeiner Kleinigkeit nicht richtig gut sitzt, ne? Dann Muss er hast durch. Muss er durch. du. Das ist, also, das würde ich jetzt fast nur mich trauen, wenn du eine Anleitung hättest aus der gleichen Wolle, wo eben ein Rollkragenpulli gestrickt wurde. Dann ist das Ganze ja schon erprobt. Ansonsten müsstest du auf jeden Fall mit verkürzten Reihen Ja, arbeiten. ja, ja. Weil sonst sitzt der da oben drauf, ne? Ja, sind Dann, verkürzte Reihen. okay. Das ist dann schon mal gut. Ja. Ja. Ja, das war's von heute, von mir Okay. heute. Mehr habe ich nicht. Aber du traust dich schon richtig an, ne? Ja, na, wenn schon, denn schon. Ja, Also, ja. meine, ich mach fast gar nichts mehr. Ne? Also, ich habe nicht mal die Spüle heute ausgeräumt, weil ich das fertig machen wollte hier. Das haben wir noch nie gemacht. Was, ein Spüler ausgeräumt? Die Spüle nicht Nein, ausgeräumt. Ach so, dass nicht wir ausgeräumt. gestrickt haben und der Haushalt war nicht perfekt. Ach, doof. Ja, man sieht es ja nicht, die Klappe ist ja zu. Also. Ja. 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 Nee, also es macht schon Spaß. Also ich bin schon
froh, dass ich das entdeckt habe für mich. Ich habe es abgehangen, aber ich habe ja viele andere Hobbys. Aber das ist das, was mir wirklich viel Spaß macht. So meditativ, gell? So. Die Hobbys gehen ja wellenförmig. Mal macht man das mehr, mal das andere. Ne? Das ist ja immer mal so, dass das durchs Leben so geht. Ja, aber man kann nebenbei, ja gut, bei mir noch nicht so wie bei euch, ne, weil ich habe auch bei Pascal gesehen, der guckt in die Kamera und nebenbei geht es so. Da denke ich immer, hallo? Okay. Fünf Maschen weg. Andrea, du siehst ja nicht, dass er nachher wieder rippelt. Ach so. Ja, danke. Das meinst du so bei dir. Und während ihr so genau schaut, was der Pascal hier werkelt, kriegt ihr auch nichts von den Nadeln. Also ich find's gut, ja. Ich denke, ich werde noch ein paar Teile mit euch zusammen fertigstellen hier. Das klingt doch gut. Und wenn du Fragen hast, sind wir ja dienstags immer hier. Ne? Genau. Marion, weißt du, was mir auffällt? Was du denn? Du hast uns heute nichts gezeigt, oder? Ich habe ja auch viel getestet. Ich kann zeigen, ich habe irgendwo einen Knopf. Ich habe einen Knopf gefunden. Marianne hat gesagt, ab 9 Uhr darf man mich wieder anrufen. Sie hat auch nicht geschrieben bis 21.30 Uhr. Ne? Siehste, man muss sich immer Puffer einrechnen hier. Ich hatte was getestet mit einer Fremdwolle. Das möchte ich mit der Les machen. Das hatte ich dir auch geschrieben. Ich weiß aber nicht, ob du das schon gesehen hast. Und zwar habe ich einen Loop gemacht, ohne Zunahmen, der unten weiter wird. Okay. Geht. Okay. Hast du die Nadeln gewechselt? Auch. Ja. Aber nicht nur. Ohne Zunahmen. Ohne Zunahmen. Das war jetzt ein ganz einfaches Teststück. Und das werde ich aber nochmal machen mit einer richtig schönen Wolle, mit der Lace. Und dann gibt es auch die Anleitung dazu. Bin mal gespannt. Ja. Und die Taschen hast du auch schon ausgegraben wieder? Ja, die habe ich alle ausgegraben. Ja, siehst du. Meine allererste Tasche. Sag mal, Dominik, schreibst du mit, dass du dir das alles merken kannst? Ja, ich das bin macht die. Das geht ich habe ein gutes Gedächtnis. Ich bin ja noch 2 Jahre jünger wie du, gell? Ja, gut, das hast du auch gemerkt. Das macht sich bemerkbar. Ich muss alles aufschreiben. Also das ist eine von diesen Taschen. Das die ist gerade gehäkelt natürlich. Und die sind alle gefilzt. Ne? Ja. Und wenn man hier reinguckt, sieht man, dass das hier ein Schlauch ist. Das ist ein Schlauch. Das geben extra Taschen. Und hier ist auch ein Schlauch. Ja. Ich habe nie irgendwie welche Fäden abgeschnitten. Die verfilzen ja mit und darum habe ich so viel Gebämsel dran. Und hier unten ist ein gehäkelter Boden. So, und davon habe ich jede Menge gemacht. Die waren mir dann zu klein. Dann gab es die mal etwas höher. So. Ist praktisch die gleiche Machart. Man kann die dann hier so tragen. Ja, Moment. Tüdel, tüdel. Und hier habe ich noch so ein, weil ich die lieber umhänge, dran gemacht. Und auch wieder mit Knopf dran gehäkelt. Mal gucken, was alles rausfällt. Nix. Oh. Schwein gehabt. So, und die habe ich auch noch in ganz groß gemacht, aber nicht mit der Kurbelmaschine, sondern ganz normal gestrickt halt. Ne? So, das aber waren meine gute Taschen, Idee mit dem Schlauch. Die noch hier waren. Apropos. Ich muss meiner Mutter gucken. Hast du jetzt alles gezeigt, Marion? Ja, ich glaube schon. Sonst habe ich nur noch angefangen, ne? Was ich am Testen bin, hier so Double Face und wo ich am Üben bin. Aber das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Apropos Taschen.
Ja. Bei Langdorf und Keller war eine Kundin dann bei dir, Veronika, gell? Ja. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Ja, ja. Die macht Taschen aus den Gurten von den Autos, von den Sicherheitsgurten von den Autos. Macht die Handtaschen. Die sind mit den Gurten? Ja, nur mit den Gurten, und den Verschluss nimmt sie dann als Verschluss für die Tasche. Also die hatte die eine dabei, die war jetzt nur komplett in Schwarz, aber sie sagt, sie hat auch so ein Rot. Ich weiß nicht, Veronika, warst du schon auf ihrer Seite? Nein, hat mir nicht gereicht. Ich bin am Montag erst zurückgefahren und war dann in Freiburg in der Uniklinik bei meinem Mann und gestern Abend erst reingekommen. Ich weiß nicht, kann man das erkennen? Kann man das lesen? Sonst kann ich es euch auch sagen. Fledermaus-Nane. info@fledermaus-nane.de. Da müsst ihr echt mal reinschauen. Die Taschen, die sind genial. Also, da würde ich mir gerade eine bestellen. Die macht das ja immer nur so auf Bestellung. Also, die macht das jetzt nicht im großen Ding, sondern das ist ihr Handarbeit. Wie ist ihre Webseite? Eben, wenn du da auf info@fledermaus-nane.de gehst, dann kommst du quasi auf die Seite, wo sie da auch steht mit ihren Taschen, und da hat sie auch welche aufgeführt. Okay. Also wer sich da mal interessiert, du hast auch so ein Kärtchen, kannst ja mal der... Ich habe ein Kärtchen, ja. Dann Marion ja mal durchgeben, dann kann sich das jeder mal angucken, wer möchte. Ja, ich das mache, wenn ihr wollt, können wir das jetzt gerade noch zusammen machen, dass ich den Bildschirm freigebe. Ach so, okay, das kann ich auch machen, ja. Seht ihr die Fledermaus? Ja. 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 Die Frau hat und die Taschen. Die war bei uns in Albruck. So. Genau. Und das ist doch genial gemacht. Und das nur aus den Sicherheitsgurten. Und eine Gabel. Das ist auch cool, gell? Ja. Ja, ist das Recycling oder sind das neue Gurte? Ja. Die kriegt die alles. Oder sie ist auch, früher ist sie quasi auf so ein, wie nennt man das, wo die alten Autos verschrottet werden. Dann ist sie auch... Und dann ist sie da auf die Ding gegangen, auf den Schrottplatz, hat die alle rausgeschnitten, dann wäscht die und dann verarbeitet sie die wieder. Toll. Also, das sieht sauber aus, ja. Ja, sehr ist schön. Gut. Also richtig krass fand ich die Tasche, die sie dabei gehabt hat. Da war der Verschluss, da stand drauf Press. Also das war quasi ein Anschnallgurt. Ja, sie hat ja gesagt, sie macht das aus Auto. Sie macht Handtaschen aus Autos. Da sieht man es, das ist auch so ein Verschluss. Genau, und du hast das Brett gesehen und hast gesagt, Sicherheitsgurt. Ja, genau. So eine Idee zu kommen, ne? Ja. Vor allen Dingen, ich finde es klasse, dass man hier noch x andere Sachen dazu muss nehmen, was man dann schon wieder denkt, was hat das jetzt noch mit Recycling dazu zu tun, wenn ich jetzt hier 25 Sachen noch dazu kaufen muss. Mhm. Sie näht einfach nur diese Gurte zusammen. Ja, und ist also wirklich sauber verarbeitet. Also der Harald hat sich das auch angeguckt, und wenn der schon sagt, es ist wirklich sauber verarbeitet, also dann heißt das schon was, ne? Ja. Ja. Also. Ich verlinke es euch unten. Nochmal schreibe ich es mit drauf, wenn ihr es nochmal anschauen wollt. Also war natürlich auch eine ganz sympathische Frau. Gell? Mhm. Einfach so, da sieht man mal wieder das Kreative, egal wer was macht, wenn jemand kreativ ist, ist einfach gleich ein Austausch da. Ne? Ja. Und sie strickt Socken, gell? Ja, genau, ja. Genau, gut. So, dann haben wir ja jetzt einiges erzählt bekommen, was uns nächste Woche erwartet. Was erwarten uns denn noch? Bitte?
alles vergessen. Nein. Nee, du hast das notiert. Es traut sich hier keiner, was anzukündigen, wenn du zuhörst. Und es nachher nicht zu zeigen. Oh, so schlimm bin ich doch gar nicht. Nein, aber du kannst das halt einfach merken. Man kann nicht denken, ah, das rutscht jetzt vielleicht durch. Nein. Genau. Aufpassen, ne? Ja, genau. Ja. Michaela, da kommst du noch ganz später zu. Hm? Wir sind uns verabschieden. Wir treffen uns jeden Dienstag um 19 Uhr. Es darf jeder einfach reinschauen und sich trauen, seine Fragen zu stellen, seine Modelle zu zeigen und einfach mit dabei zu sein, die Zeit genießen. Es war wieder schön. Ja, und in diesem Sinne, trefft gute Entscheidungen in dieser Woche und ansonsten lasst es euch gut gehen. Dann danke. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Bye, bye. Ciao.